Goodie. Goodie. Dan haben wir dort den Rack. Ja, es läuft. Ja. Es läuft. Ein gut gekleideter Herr läuft durch. Selten in diesem Kreis. Das ist wirklich stylisch gesehen. Die läuft auch, die läuft auch, die läuft auch. Jetzt schau, es hat's gesehen. Marius Bär. Welcome. Sally, freut mich. Ist mir eine riesige Ehre und Freude, dass ich da sein bei dir heute. Mir auch. Du bist einer von denen, die ich nicht so gut kenne in diesem Podcast. Es sind oft sehr, sehr gute Freunde. Zum Teil sind es auch Menschen, die mir irgendwie sympathisch sind oder sonst irgendwie passen. Ja, und du bist so ein. Schön. Und ich bin da einfach mal daher gelaufen. Wann bist du zuerst mal getroffen? Ah, am Ding, am... Getroffen. Swiss Comedy Award. Comedy Award, genau. Wo eigentlich keine Musiker etwas zu suchen haben. Ich bin eben ein lustiger Musiker. Da bin ich eingeladen worden, weißt du? Das ist so. Ich habe schon eine längere Beziehung zu dir, nämlich seit 2018. Ist deine EP rausgekommen? Sanity. Mit Sanity. Ja. Und mit Beat of My Heart, wie heißt der? Remember Me ist das nicht drauf gewesen. Nein. Der Bum Blood Up. Ah, wie heißt der? Roots heißt der. Das heißt Roots? Ja. Was singst du denn dort? Irgendwie also, mit Heart? Eigentlich müsste Bum Barappa Bum Bum heißen, weil ich die ganze Bum Barappa Bum Bum singe. Aber ich weiß noch, vor allem Sanity ist mein absoluter Lieblingssong gewesen. Und ich habe das gelost und irgendwann finde ich raus, das ist ein Abizeller. Und ich habe im positiven Sinn, du verstehst mich richtig, ich habe das nicht können glauben. Weil normalerweise bei englisch singenden Schweizer hörst du oft, dass sie englisch singende Schweizer sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, weiß, was du meinst, ja. Das ist bei dir nicht so gesehen? Ja, das ist vielleicht, ich habe immer ein bisschen, ich habe vielleicht manchmal ein... Ich habe fast keinen Akzent, aber das war vielleicht, ich bin als kleiner Bub, habe ich mal ein halbes Jahr in Australien gelebt. Also gut, dann hättest du ja einen riesen Akzent. Dann hätte ich eben eigentlich einen australischen Akzent, aber ich habe irgendwie keinen. Aber ich weiß einfach, was ich irgendwie richtig tönen muss. Yeah. Darum, eben, wenn ich Englisch schwätze, dann habe ich einen very Swiss Akzent. Also dann ist... Wirklich? Das heisst, du musst mir geben, dass er nicht führen kommt. Oder... Das kenne ich bei mir mit dem Hochdeutschen. Wenn du normal Englisch schwätzt, bist du oft faul. Das ist bei mir so. Weil ich kann einfach so reden. Das ist ohne Anstrengung. Ja, und sonst musst du noch mehr denken. Und sonst ist es einfach so ein bisschen... Aber ich denke manchmal, ich bin mir da gerade ein bisschen durchstudieren jetzt für unsere Deutschland... Oder habe ich studiert, wo wir eigentlich unsere Deutschland-Tour eigentlich vorbereitet haben. Ich finde es immer so bescheuert, wenn dann die Schweizer so einen super Hochdeutsch sprechen wollen. Oder, wenn ich dann irgendwie, oder wo dann die meisten so einen super clean so Hochdeutsch haben. Dann yeah. Denke ich immer so, eigentlich ist es viel geiler, wenn du einfach einfährst und den Bauer raushängst und einfach so, ja, guten Morgen miteinander. Ja. Das ist eh geil. Ich weiß so, ich glaube, die Deutschen würden es hell feiern. Ja, ich weiß noch, als ich angefangen habe in Deutschland mit Comedy, haben alle immer gesagt, ich soll eben mit dem Schweizer Akzent Comedy machen. Weil es ist einzigartig. Aber jo. Der Schweizer schämt sich dann nicht. Das Problem ist, in der Comedy, du bist dann halt mega beschränkt, weil es geht dann alles von dem Schweizer Akzent aus. Und das ist eigentlich geiler. Es ist eigentlich geiler, wenn die Leute sich schon mal nicht auf so etwas achten, sondern du kannst dann in den Schweizer Akzent einsteigen. Aber bei einem Musiker ist ja genau das Gleiche. Du singst dann in deinem geilen Englisch und nachher schwätzt du. Ja, das stimmt. Ehrlich, die Musik weiss keine schlechte Idee. Ja, nein, weil ich muss wirklich so super anstrengen, wenn ich gutes Hochdeutsch spreche. Also, das passt voll nicht zu mir, oder? Ich finde es sehr geil. Weil sie so richtig Hobel-Hochdeutsch machen. Ich finde es auch geil, wenn Leute irgendwie auf Instagram oder so dann auf einmal in dem perfekten Hochdeutsch-Föhn mit der Community anschwätzen. Ja, wenn sie aus der Schweiz sind.
Hallo, meine Lieben. Ich schäme mich, weißt du, nachdem was das erste Mal passiert ist, da, wo wir dabei waren, sind auch plötzlich mega viele Deutsche dazugekommen. Und ich sage, soll ich jetzt Hochdeutsch reden? Ich sage, das ist genau. Das ist genau. Super weird. Und dann schämst du dich so ein bisschen. Das ist genau das gleiche Problem, das ich hatte. Ich habe auch eine RTL-Sendung gemacht. Und danach wirst du ohne Scheiß am nächsten Tag in Berlin auf einmal von Menschen angesprochen. Yeah. Das war so absurd gewesen, und so, was? Und dann habe ich also kurz gedacht, was soll ich jetzt auf einmal? Hey, Leute! Ja, hallo, na, meine Lieben! Ich spiele jetzt wieder eine Schweiz-Tour. Und so, für die paar Schneids. Und das heißt, irgendwann ist es eh automatisch. Also weißt du, vor allem, wenn du in Deutschland bist und, keine Ahnung, du machst eine Story, es sind ja eh alle am Deutsch schwätzen. Dann schwätzt du auch Deutsch, weil du mit denen Deutsch schwätzt. Okay. Oder du gibst den Deutschen halt ein bisschen eine Task und hängst den Appenzeller-Dialekt aus und sagst, weißt du was, den Rest müssen wir selber entschlüsseln. Gut, dann gibst du nicht nur den Deutschen eine Task, sondern dem Rest von der Schweiz. Stimmt, also. Stimmt. Nein, ich muss lachen, was mir gerade in den Sinn kam, ist Stefanie Heinzmann. Mhm. Weil ich finde, sie hat sehr spannendes Deutsch, wenn sie Hochdeutsch schwätzt. Weil sie dann hat immer noch den sympathischen Walliser Dialekt drin, weißt du, wenn sie Hochdeutsch schweizt. Das stimmt. Ja. Und ich glaube, sie tut auch den Walliser Dialekt in der Schweiz aber zum Teil ein bisschen integrieren. Auch reduzieren. Wie reduzieren? Damit man auch versteht, was sie erzählt. So, ja. Also, der Salzgeber macht das ja. Ja, stimmt, ja. Weil, wenn der Salzgeber normal schwätzen würde, dann wüsstest du knapp Resultat. Aber du wüsstest nicht von wem. Das ist auch der Grund, wieso sich mein Appenzeller-Dialekt mit Zürich, Bern und Bündner-Dialekt die ganze Tür mischt. Darum gehört bei mir fast kein Appenzeller-Dialekt mehr drin. Das ist aber auch mal schade. Da reut mich einmal ein bisschen. Aber ich bin so ein Mensch, der seinen Dialekt nicht behalten kann. Es gibt gewisse, zum Beispiel mein Vater ist Berner. Der ist 60, der schnurrt immer noch Berner. Deutsch. Yeah. Immer noch das breiteste Berner. Obwohl er irgendwie Jahre in der Ostschweiz wohnt und Appenzell um sich hat und St. Gallen und weiss ich nicht. Ich krieg's auch mit dem Baseldeutsch recht gut an. Ja, du hast es noch clean drin. Es geht aber logischerweise, wenn du ein paar Tage in Zürich bist, merkst du, aufpassen. Ja. Yeah. Aber es gibt, weißt du noch Danina Frey, wo Glanz und Gloria moderiert hat? Ah ja, voll. Sie hat einen mega Zürichdeutsch angenommen, sobald sie dort gesehen ist. Und meine Behauptung ist, weil sie zu faul gesehen ist, zum Text umschreiben, wo die Zürcher Redaktoren ihr geschrieben haben. Das ist dann halt einfach so. Ja. Das lebt Akzent und Dingsle. Nein, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die das besser. Weißt du, Menschen, die nicht so affin sind und Menschen, die da voll knallhart ihren Dialekt durchziehen. Ja. Das gibt es schon, glaube ich. Weil ich mache es automatisch, oder? Ich passe mir automatisch an, das ist irgendwie verdammt behindert. Wobei, ich kenne das Gefühl von sich überall ein bisschen anzupassen, so, damit man wie mehr dazugehört. Das habe ich im Fall so. Yeah. Ich bin der grösste verdammte Schleimscheisse, was es gibt. Das ist voll unglaublich. Nein, wieso? Genau, unsere Nachbarin hat bei uns auf dem Parkplatz parkiert. In St. Gallen? Und es hat wie so immer einen Parkplatz zu viel, wo immer frei ist. Und dann meine Freundin sagt so, ja, hey, jetzt ist die schon 3 Tage auf dem Parkplatz da unten. Die darf gar nicht auf dem Parkplatz spazieren. Und sie so, ja, kannst du es nicht mal sagen? Und ich so, nein! Ich hasse das Zeug. Es stört ja niemand, es tut ja niemandem weh. Und sie so, ja, aber ich bin dann nicht mehr die Böse. Und ich so, ja, es nervt mich auch, Scheiße. Aber nein, ich habe keine Balls zum Läuten. Weißt du, wieso muss ich jetzt. Ich habe keinen Bock, ich bin super konfliktscheu, extrem. Ich bin so ein Slamli. wie läuft das denn, wenn du zum Beispiel einen Song produzierst? Also es gibt ja verschiedene Stufen, du schreibst ihn zuerst und danach irgendwann gehst du ins Studio und nimmst auf und dann geht es eben irgendwie um so, wie soll das denn überhaupt tönen, was können wir da für Instrumente dazu, wie tönt die Produktion, ist es elektronischer, ist es mehr instrumentell. Lass du dann dort auch einfach so Sachen reinschwätzen sozusagen? Ah nein, dort bin ich im Pain, dort bin ich mehr das Gegen. Ja, das stimmt, dort bin ich wieder im Konflikt. Dort habe ich ab und zu einen Konflikt, wenn es darum geht, wie ein Song tönen muss. Yeah. Das ist schon noch etwas anderes. Weil dort
Da geht es ja dann um eine persönliche Sache. Also, was ich meine, dann geht es ja dann um den, darum frage ich, um den Käse. Nein, das ist ja meistens, ich meine, also, da kommt je auf den Song drauf an. Weißt, gewisse Songs entstehen, wenn ich beim Kollegen daheim bin und wir am Küchentisch hocken und ein bisschen quatschen und ein bisschen rumhängen, ein bisschen trinken und Gitarre spielen oder so. Gewisse Songs entstehen so, gewisse Songs einfach entstehen, dass ich am Moment Nachmittag daheim sitze und eine Produktion mache. Und das ist je verschieden. Also es gibt wie so keine Formel für mich, wenn ein Song entsteht und wie und wenn Kreativität eigentlich kommt. Ja, yeah. Oder? Aber dann nachher eine Umsetzung, wo ich dann meistens, also ich mache meistens so kleine Vorproduktionen. Und die gehen mit dem, Demos, genau, und die gehen mit dem zu meinem Produzenten, zum Sid. Und dann sitzen wir an und dann fangen wir an viben, fangen wir an arbeiten damit und den Song umstellen, den Song kürzen. Und dann entsteht eigentlich die richtige Arbeit. Aber eigentlich Songwriting entsteht meistens in einem anderen Flow als die Produktion selber. Yeah, yeah. Oder das sind wir zwei Arbeitsschritte. Ich nenne das immer den offenen Modus und den geschlossenen Modus. John Cleese hat das mal gesagt. Der offene Modus ist quasi alles Kreative, wo irgendwann irgendjemand zufliegt. Genau. Sozusagen. Ah. Und der geschlossene Modus ist die Arbeit. Ja, die Arbeit selber. Ja, der Fleiss, wo man wirklich einfach sich überlegt, was ist wirklich genau so. Oder tun wir das nochmal umstellen. Mit dem habe ich manchmal noch das Problem, weil manchmal eben. Dann fange ich mich oder mit etwas an und dann habe ich wirklich kein Zeitfenster drin. Und dann bin ich plötzlich am ganzen Tag mit einem Track arbeite irgendwie 10 Stunden durch an dem Song und am Schluss am Abend mache ich die Lieder und kübeln. Das passiert mir sehr viel. Aber ich glaube, das ist auch ein Weg. Das ist wie so. Weißt du, dann habe ich eben, dann vermischt sich eben, wie du gesagt hast, der Kreativmodus mit dem fokussierten und schaffen Modus. Ja, ja, ja. Und dann hast du am Schluss hast du einfach eine riesige Krüsi-Müsi. Aber das hörst du eh oft von Musikern, dass zum Teil hast du ja auch gefühlt 10 Minuten an einem Song und kannst sagen, ja, schicken. Ja, ja, völlig, manchmal ganz so. Und bei anderen hast du Monate, Stunden, Jahre. Ja. Nein, aber das haben wir jetzt auch als Siebe, die wir jetzt gemacht haben. Mit dem Sitz haben wir auch irgendwie 4 Songs sind fertig, die sind ready, die tönen super und 2 sind wir noch voll am Wurstel dran. Mhm. Einfach so. Mhm. Das ist einfach nicht gut. Also, nein, wir haben einfach nicht irgendwie immer wieder richtig Vibe nicht gefunden. Weil spannend ist bei mir, weißt du meistens kreierst einen Vibe mit der Gitarre, oder? Die Gitarre stimmt, das ist so eigentlich die Hauptsymphonie, die ich eigentlich drauf. Also, weil ich das Zusammenspiel bei meinen Songs ist und wie die Energie Basis. Float, ja voll, genau so Basis. Und manchmal bringst du dich einfach mit der Produktion nicht wie an. Weißt du, kannst nicht mehr sagen, weil die Stimme und die Gitarre, die haben so einen Rhythmus in sich selber, dass wenn du jetzt hier einen Puff, Jack, dazu tust, dass es wie dann die Magic verliert, oder? Yeah. Und das ist manchmal ein hoher Paint, um das irgendwie den richtigen Weg zu finden. Ja. Ich finde das ja krass, wenn du dann zum Beispiel, ich denke immer an Ed Sheeran und an Coldplay. Coldplay hat als Basis Klavier und Ed Sheeran hat als Basis Gitarre. Ja. Und alte Songs von ihnen, so die ersten Alben, wo sie gross werden, sind eben sehr hörbar mit dieser Basis. Und nachher kommt die Bombast-Produktion. Mit einfach, ich weiß nicht mal, das sind ja keine Instrumente mehr, sondern irgendwelche 17 verschiedenen Synths, wo dann die guten Songs, die wirklich überleben und heben und große Hits werden, sind die, wo du dann trotzdem noch die Basis hörst. Völlig. Also zum Beispiel Shape of You von Ed Sheeran, auch wenn es dann nicht mehr eine Gitarre ist, ist ganz klar spürbar, wie er das auf der Gitarre komponiert hat. Völlig. Weil es eben der Takt ist. Oder? Und es ist einfach der Song in sich selbst. Es ist einfach ein guter Song. Darum ist auch für alles, oder für viele Musiker verlieren sich viele Produktions- über den Cheese-Track. Aber schlussendlich der Grundbaustein für einen Hit ist wirklich ein guter Song. Und darum werden auch, ich schreibe meine Songs eigentlich meistens nicht allein. Die meisten Songs schreibe ich inzwischen mit 2 bis 4 Leuten. Mhm. Auch die grössten Hits, ich kann mal schauen auf Spotify, das ist noch super spannend, du kannst auf Spotify, kannst auf den Song drücken und dann kannst du rechts, dort bei den Pünktchen,
kannst du auf Song-Info und yeah. dann siehst, wer das Songwriter sind, wer das Produzenten yeah, sind. Yeah, yeah. Und du kannst wirklich schauen, wenn du jetzt, sagen wir, New Music Friday gehst oder irgendeine Top-Hit-Liste, sind die meisten Songs zwischen geschrieben von 2 bis 4 Leuten. Yeah. Oder? Das ist so eigentlich der Durchschnitt. Weil es braucht einen kreativen Austausch zwischen den Menschen und vor allem, um einen Song auf so ein Level zu bringen, dass er yeah. so gut wird. Und das ist wirklich der Song in sich selber und die Produktion außenrum ist wirklich, die darf den Flow vom Song nicht stören. Also es muss alles irgendwie untergeordnet sein mhm. zu der Essenz vom Song selber, zu der grundsätzlichen Story. Oder? Ja, mein alter Manager hat das immer gesagt. Er hat gesagt, ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song, ist ein guter Song. Ja, geil. Ja. Weil damals ist gerade Get Lucky ist der große Hit gesehen. Ja. Daft Punk, Pharrell und Nile Rodgers. Mhm. Ne? Und ich schwöre dir, ich habe bis heute wahrscheinlich 100 Coverversionen gehört. Und ich habe keine so richtig scheiße gefunden. Weil, der Song gut. Weil der Song so abartig gut. Ich kann auch eine irgendeine Trompete. Ich meine, das Beste kann man da, wenn dann die Guckenmusiken da die Dinge oh. machen. Also weißt du, das ist das beste Beispiel, oder? Wenn die Guckenmusik das covert, dann siehst du, und du findest es immer noch geil, dann ist es wie so dann ist es ein guter Song, oder? Bist du kein Guckenmusik-Fan? Hä? Bist du kein Guckenmusik-Fan? Nein, ja. Nein, ich bin hure gern Fasnacht. Appenzell ist immer hure Gaudi Fasnacht. Und mein Drummer, der Roman, der ist auch bei einer Gucke dabei, der geht um noch gut. Der hat so ein ganzes Küchengeschirr. Genau, so kannst du den Rädchen anziehen und so. Ich gesagt, ich würde hure gerne mal ein Konzert machen, wo er mit dem Küchengeschirr kommt. Das wäre noch fett. Das wäre hure geil. Weißt du, anstatt Drums. Man könnte Arbeit zum Verkabeln und so, das wäre super easy. Man kann so ein bisschen hin und her fahren. Ja, und vor allem, man könnte durchs Publikum. Man könnte so reinkommen. Ja, das stimmt. Das weißt du, man könnte von hinten durchs Publikum mit dem Geschirr. Genau, und dann machen wir so, wie sagt man da die Reihen, die untereinander an der Schulter hebst? Bolognese. Ein Bolognese, genau. So Bolognese, der Roman voraus mit den Dingen in Corona-Zeiten, das kommt sicher gut an. Gut, in normalen Zeiten wäre es sehr geil. Ja, sehr geil, stimmt. Das ah, dann machen wir zum Kaufleuten unserem Konzert. Gibt eine Bolognese. Ein Corona-Bolognese. Ein Coronese. Nein, das ist so. Ein guter Song ist oft ein guter Song. Und ich finde es eben auch, was du gesagt hast, mit man verliert sich in der Produktion, ich finde es eben auch zum Teil geil und wichtig, dass es Song in der Basis zu hören gibt. Also zum Beispiel die Cover von Lonely Boy von The Black Keys. Ja. Das ist ja nur Gitarre und du. Voll. Und das ist der absolute Shit. Also das ja, das wirkt schon auch. Mega. Und ich habe das Glück, dass ich eine sehr grosse, oder eine sehr, ich sage immer so, wenn du die Produktion, den Song selber als Fenster anschaust, meine Stimme braucht schon drei Viertel vom Fenster, oder? Yeah. Und so viel Produktion darfst du dazugeben. Wenn du zu viel Produktion reingibst, dann geht die Stimme verloren irgendwo. Und das habe ich bei Panasongs jetzt mal gemacht, das letzte Jahr haben wir so Sachen, weißt du, ein bisschen zu überproduziert. Man will die Stimme nicht wirken lassen. Yeah. Im Ganzen. Yeah. Im Song hin. Und das ist eigentlich mega wichtig, dass ich eben genug Platz habe für Stimmen. Oder eben genau, wenn Adele Songs anlässt. Ich meine, das Piano, das Drums, da macht ein bisschen und dann ist es gesehen. Das ist krass. Aber ich muss immer denken, ohne die wäre es nicht. Also dann. Das stimmt schon. Nein, also gewisse Produktion. Nein, weißt du, die Fade-Ins. Ja, ja, schon klar. Wobei ich finde zum Beispiel bei Hello, das BOOM. Das finde ich schon recht episch, wenn ja, es in den Refrain geht. Das ist super wichtig, yeah. Zum Refrain auflupfen auf ein gewisses yeah. Epicness. Was so. Ja, Epicness muss aber passen. Also zum Beispiel auch bei I Wanna Dance With Somebody wird es ja auch immer wie epischer. Ja, ja. Mit einer Beatscore und... Dort am Schluss gehen wir nochmal einen Ton auf. Genau. Das hat ja wie ein Key Change drin. Und nachher wenn Ton, wo ich es wie einen Ton höher singe. Ja. Ja, voll. Das sind ja. Alte Regeln vom Pop-Business.
Ja, ich habe es einfach geil gefunden. Ich gesagt, mal einen Song machen. Ehrlich ist es ein No-Go in der heutigen Zeit. Ehrlich machen wir es nicht mehr so. Aber ja, eben, aber was heißt schon eigentlich gemacht? Also ich meine, wir haben ja so viel kreative Shit draussen. Und kannst ehrlich machen, was du willst. Ja, yeah. Also du hast vorhin gesagt, du arbeitest immer mit dem Sid, das ist der Produzent. Wie ist das zustande gekommen? Also immer, eben, ja, die letzte EP haben wir mit ganz vielen verschiedenen Produzenten aus London gemacht. Und eine sehr spannende Zeit war, wenn ein Jahr lang, also nach meinem Studium, habe ich noch mal ein Jahr lang einfach Songs geschrieben. In einem Jahr habe ich, glaube ich, 95 oder fast 100 Songs habe ich geschrieben in einem Jahr. Und mit ganz vielen verschiedenen Songwritern. Und ganz viele Songwriter, die eben total grosse Hits geschrieben haben. Oder? Mhm. Und das war super spannend, ich habe mega viel gelernt. Weißt, eben, das Songwriting musst du dir vorstellen, das ist wie etwas. Das ist wie eine Schule, oder? Je mehr das machst, desto besser werden deine Songs. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit so vielen verschiedenen Songwritern, also weißt, ich habe mit Hip-Hop-Artists geschrieben, mehr Metal, mehr Pop, so ein bisschen alles durchschreiben, so ein bisschen wirklich das ganze Band durch. Und habe dann am Schluss von mir auch nicht gemerkt, ich so, fuck. Was wollte ich eigentlich? Weißt du, so zu meiner eigenen Identitätslinie zu finden. Und jetzt habe ich mich wie zurückgenommen, habe eigentlich meine zwei, drei liebsten Songwriter, die ich zusammen arbeite, habe ich eigentlich zusammengenommen. Jetzt arbeite ich mit einem von London zusammen. Mit dem mache ich Piano-Balladen. Dann eine aus London, die Kings, das ist eine Schweizerin, die eine Engländerin ist. Ist eigentlich eine Schweizerin, die in England wohnt. Ich bin auch gerade. Und sie tut mir mehr Text schreiben. Also, wir machen ab und zu so Zoom-Sessions und dann tut mir so ein bisschen den erzählen, was passiert ist und so. Ja. Und dann habe ich mit dem Sid, den ich eigentlich fix produziere, und nochmal einen Songwriter, den ich Songs schreibe. Und schaue, dass ich alles eigentlich auf das kleine Team runterbringen kann. Das Problem ist, wenn du dann anfängst mit zu vielen Leuten schreiben, dann verlierst du? Ja, und vor allem für mein Projekt. Also ich mache immer noch Songwritings. Zum Beispiel jetzt mit dem Seven machen wir es wieder eins. Und einfach einen Song schreiben für irgendjemanden oder für ihn. Aber meistens mein Zeug, wo die eigentlich mit den gleichen Leuten schreiben. Weil dann habe ich wie eine gewisse Dynamik in sich selber. Mhm. Oder? Was mega wichtig ist, um die Brand eigentlich zu setzen irgendwo. Ja. Wo bin ich? Genau, Production, sorry. Ja, alles gut. Also alles Nicht-EU-Produktionen, die du machst. War nicht EU? Ja, aha. London, Schweiz. Ja, nein, so ein bisschen. Ich meine, der Corona hat ja gezeigt, dass wir mit Zoom können wir viel machen. Yeah, jetzt auch morgen habe ich wieder Songwriting mit meinem Kollegen aus Berlin. Machen wir Zoom, das ist easy. Mhm. Geht irgendwie schon. Wirklich? Was halt schon fehlt, ist schon, es gibt wie andere. Ist halt wie ein anderer Workflow jetzt. Oder? Normalerweise bist du irgendwie bei jemandem zu Hause und dann fängst du an zu spielen. Hast ein bisschen mehr Dynamik untereinander oder Magic im Room, wo eigentlich schon sehr wichtig ist. Das ist Energie vor allem. Völlig. Das ist super relevant. Das ist vielleicht für die Hörer zum Teil gar nicht so ein Unterschied. Ich finde aber für das Produkt ist es ein extremer Unterschied. Der Podcast habe ich zum Beispiel nicht mit Zoom machen. Ja, das macht Sinn. Weißt du, weil irgendwie einfach. Du hockst da, wir haben irgendwie einen Groove. Ist das völlig. So nein, völlig. Und es gehen so viele Sachen verloren über eine Übertragung. Ich finde sehr viele Sachen für so eine dumme Halbstundensitzung, wo man sich einfach mal kennenlernt. Genau, dann ist scheißegal. Oder? Das ist so gleich. Für das fahre ich, aber nein, für das fahre ich nicht zwei Stunden immer noch. So, das ist schon viel wichtig. Auch beim Songwriting. Aber beim Songwriting tust du wieder Prozesse ändern. Nachher. Es ist wie so, du siehst einander und sagst, weißt du was, ich habe eine Idee. Und dann tust du eigentlich Zeitfenster festlegen. Also dann bist du einander, also hast du einander im Zoom und nachher sagst du die erste halbe Stunde ein bisschen quatschen, weißt du, gelaufen ist gut und so und bla bla bla. Und dann fängt er eine Gitarre für ihn an und so, hey, schau die Melodie. Und dann sage ich, gut, nimm sie mal auf, schick mir die Files. Yeah. Und dann tust du eigentlich mit den Sessions. Und dann sagst du, okay, am Elfi treffen wir uns wieder. Ja, yeah, ja. Yeah. Also am Elfi tun wir wieder zoomen.
Und dann tust du den Vibe eigentlich mit dir selber kreieren. Also wie der Vibe so, dann hast du die Melodie und spielst es durch, singst mal durch, nimmst es wieder auf, schickst es immer, schwätzt es wieder drüber, der Zoom bricht wieder ab und du vibest wieder eigentlich mit dir selber. Yeah. Aber so Vibe bekommen wir also Gott nicht, bin ich deiner Meinung. Yeah, yeah. Ja. Ja. Also, zurück zur Produktion. Gut. Völlig verlabert. Das ist ja gut. Also wir haben mehr als genug Zeit, so ist es nicht. Gut. Also, dann hast du Sid, das ist die Produzent. Also, du schreibst mit verschiedenen, aber produzieren effektiv, das ist dann mit ihm. Dann ist eigentlich mit. Eben, manchmal mache ich dann selber. Ich habe auch gemerkt, eben, mit gewissen Songs muss ich mich wie allein einmal noch befassen. Weißt du, wenn ich einen Song geschrieben habe, mit den Leuten, dann muss ich wie allein mal noch mit der Gitarre spielen, um eine eigene Dynamik zu bekommen damit. Ja. Yeah. Oder? Und dann mache ich eine kleine Vorproduktion und dann komme ich mit der eigentlich zum Sitz und mit dem Sitz immer das eigentlich dann ausproduzieren. So. Mhm. Bist du self-taught Gitarre? Ich habe noch mal früher einen Gitarrenunterricht gehabt, bis 14 und nachher habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Also, so Chords habe ich gelernt, aber sonst der Rest mit YouTube, ja. Wirklich? Auch Ding, auch Piano, das mache ich alles mit YouTube. Aber ich würde jetzt gerne Klavierstunden nehmen, das wäre schon nice. Ja. Das hätte ich eigentlich Lust, das müsste ich mal machen. Also das heisst, du hast schon Gitarre gespielt, bevor irgendwie Stimmbruch und all das Zeugs? Und hast schon gesungen? Nein, ich habe sie nicht gerührt. Nein, gesungen, nein. Wirklich? Nein, einfach Gitarre. Ich wollte ins Fußball und dann haben meine Eltern gesagt, nein, du musst ein Instrument machen. Und dann habe ich okay, wenn du shooten willst, dann musst du auch, dann solltest du auch ein Instrument machen. Und dann Das finde ich noch geil, weil oft... Ist es entweder oder? Ja, eben, oft ist für Eltern so sportlich oder kreativ oder nein, finde ich künstlerisch, sehr wichtig, beides zusammen zu bringen, weißt du? Ist für Eltern oft das Gleiche. So einfach, ja, mach entweder nein, noch das oder nein, das. Nein, das ist mega. Ich finde, beides, mein Sport ist ja etwas, was auch einen Ausgleich gibt in deinem Leben. Dasselbe ist mit Kreativität, aber es sind zwei ganz... Die liegen wie ganz zwei verschiedene Punkte, oder? Absolut, oder, yeah. Weißt du, immer... Aber wenn einem Mensch hin, oder? Du musst dich ganz anders erholen, als wenn du so Kreativität oder Piano spielst, als wenn du jetzt eine Runde um den Block gehst und säckeln. Logisch. Aber wie du sagst, oft ist es entweder oder. Genau, ja. Das finde ich noch krass. Und darum hast du eigentlich das Instrument gelernt? Und darum habe ich das Instrument gelernt. Hast du es neben Silo mit 14, weil ich wirklich keinen Bock drauf hatte. Also das Beste ist ja, ehrlich, ein Saxophon lernen. Oh. Ja. Aber dann könnt ihr jetzt nicht singen. Sexy Sex Man. Sexy Sex Man. Ich kann dir sagen, ich bin, da weiss ich genau noch, ich bin, in der ersten Klasse bin ich mit meinem Vater, sind wir an den Infotag von der Musikschule, oder? Und ich so direkt in so Saxophon, irgendwie Pink Panther geschaut und so, und ich so, jetzt will ich Saxophon spielen. Und dann bin ich geradeaus auf das Zimmer zugelaufen und dann hat so einen alten Knustig gehabt. Der hat noch den Eschenbecher im Zimmer rein gehabt, er war ein Baffel. Und dann laufe ich hin und sage, hey, ich will Saxophon spielen. Und er so, ja, kannst du gerne mal probieren. Und dann gibt ihm Saxophon in die Hand. Und dann nimmt er so ein Blättchen aus dem Hosensack raus und macht. Wenn das Huren Plastikschnurren nie und dann sind Saxophon rein und hat mir Strecke von Saxophon an. Und so bin ich davon gelaufen, Mann. Das ist schön. Saxophon gestorben für mich, Mann, der grusig Sieche. Das ist ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt brauche ich etwas, was ich nicht ins Maul nehmen muss. Abseits von Covid schon ultra biest. Ja, ich bin einfach ein Gegner von Blasinstrumenten. Wir haben am Lauf früher, in der Weihnacht, daneben, wo ich Gitarrenunterricht hatte, haben wir dann irgendwie so, ich glaube, in der zweiten, dritten Klasse gewesen. Und dann an der Weihnachten hat es so eine Strom-Garnison gehabt, weißt du, so ganz viel Gitarre spielen, wo dann einfach so müssen C, A, Moll, G, so strummen zu der Flöte spielen, weißt du, so die Kille rein, oder? Yeah, und die Flöte voraus und dann Gitarre spielen hin und da. Und dann hat so eine Flötenlehrerin gehabt, die ist irgendwie 100 Kilo schwer gewesen. So eine Mutter, weißt du, Plastiktöpfe.
Und dann ist sie, und das Flötenlehrling sie und die hat immer ihre Flöte zwischen die Brüste abgeschoben. Das ist die Nein. Und hat sie einmal so eine dicke, fette Blockflöte gehabt. Hat sie einmal da zwischen drinnen, hat sie einmal so zwischen drinnen abgeschoben. Und dann ist sie einfach gekommen. Und dann habe ich aber einfach müssen zu, einfach so völlig mit grossen Augen habe ich einmal denen zugeschaut, wenn sie ihre Flöte versorgt hat. Und dann weiss ich, ist mal auf mich zugekommen und dann sie so, willst du mal spielen? Und sie blöd so zwischen den Frischbüren und hebt sie so was Gesicht an, dann verstören Scheiße. Und darum, ein Blasinstrument ist so voll. Gut, ich habe immer so Blockflöte spielen, ja. Natürlich, in der Schule. Und ich habe mal das Gefühl gehabt, ich könnte Geige irgendwann lernen. Ich habe Geige mega geil gefunden. Geige ist schon geil. Und das habe ich immer meiner Mutter gesagt. Ich habe gesagt, ich wünsche mir, das ist eine mega traurige Geschichte, warum? Weil in der Schule ist einer gestorben und dann hat es so eine Abdankungszeremonie gegeben und dort haben sie Geige gespielt für ihn. Und ich habe es so schön gefunden. Ich habe gehüllt, dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich will unbedingt Geige lernen. Ja? Gleichzeitig habe ich aber meine Musiklehrer richtig dumm gefunden und habe bei der Blockflöte habe ich so hinten habe ich den Lack so abgekratzt mit den Fingernägeln. Dort, wo du eigentlich würdest heben. Und ich sehe das irgendwie, meine Mutter ist komplett ausgerastet. Und sagt, wenn du so ein Instrument behandelst, was hast du das Gefühl? Was machst du denn mit der Geige? Schmeißt du die dann aus dem Fenster? Oh nein! So. Also ich hatte wahrscheinlich eben so, keine Ahnung, ein halbes Jahr hat die Geige gespielt und dann... Und dann wäre es wieder vorbei gewesen, glaubst du? Yeah. Wahrscheinlich. Ich hätte immer Bock auf Cello. Cello finde ich auch so schön. Aber dann hast du eigentlich keinen Bock mehr auf Gitarre? Und wenn ich dann das ganze musikalische... Das war so, ja, dann eben mit 14 habe ich Gitarre eigentlich in Ruhe, weil ich irgendwie mehr Zeit will mit meinen Kollegen verbringen. das war irgendwie wichtiger gewesen, weiß auch nicht wieso. Hinter dem Häuschen gehen. Aber halt so in der Pubertät, hinter dem Häuschen kiffen und irgendeine Sache machen. Kiffen und Pesca Fritz trinken. Genau, Pesca Fritz. Haben wir letztes Thema gehabt? Ja, mit jemandem habe ich letzte irgendwie... Kann ich... Irgendjemand ist letztens zu mir gekommen und hat mir Flaschen Pesca Fritz gebracht. Ich so, einfach so ein Flashback von früher. Weißt, so, das ist der erste Shit, den du eigentlich gesoffen hast. So. So, Pesca Fritz. Vor dem Bier. Weißt, so, Alkopops. Alkopops. Bacardi Breezer. Ja, genau. Hey, mit Kollegen auch kürzlich, vor einem halben Jahr oder so mal, haben wir zuerst den Grill gehabt und dann sind wir zum Kollegen heim und auf dem Weg haben sie gesagt, jetzt holen wir das schnell. Weißt du, bei so einer Dönerbude haben gesagt, jetzt holen wir das schnell. Fucking. Smirnoff Eis. Smirnoff ist schon geil. Das ist so süß. Aber damals war das nicht der absolute Schick. Nein, sorry, du hast mehr Zeit mit den Kollegen verbringen. Genau, für mich war einfach auch Zeit mit den Kollegen mir wichtiger gewesen in dem Alter. Und eben, ich meine, für mich war eigentlich damals schon klar gewesen, dass ich irgendwie im Familienbetrieb gegangen von meinem Vater. Was macht er? Oder hat er gemacht? Eine Firma für Abbruchscheren, weißt du, schon greifen zum Häuser abbrechen, so Abbauhämmer und so. Und ich habe dann auch Baumaschinenmechaniker gelernt, nach der Schule. Und habe ich voll in das Business eingestiegen, bis dann das Militär gekommen ist und Militär angefangen zu singen. Ja, so ein bisschen der Vibe. Wie du hast im Militär angefangen zu singen? Ich habe wie... Bist du in der Musikgruppe da? Nein, gar nicht. Ehrlich, das ist gar nicht das Militär wählen. Also ich bin irgendwie gestellt und dann dachte ich so, ja, easy. Und dann irgendwie hat es mich dann plötzlich fasziniert und ich dachte, ja, komm, gehen wir. Weil irgendwie neue Leute, und ich bin halt ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich liebe immer neue Leute kennenzulernen. Mhm. Weißt du, das ist immer so, kann ich bieten. Oder ich liebe auch alleine Ausgang zu gehen, weil ich einfach immer neue Leute kennenlerne und so. Und darum, und irgendwie habe ich so eine geile Task gefunden, Militär, und dann bin ich ins Militär und dann habe ich noch weitergemacht, plötzlich bin ich in der Offizierschule und dann habe ich dort irgendwie weitergemacht und kann ich, und es hat mir sehr gepasst, ich habe es sehr spannend gefunden und dann bin ich nachher, haben wir wie einmal am Morgen beim Abverdienen haben wir so ein Anfall gehabt, weißt, es ist immer so, morgen sich alle Leute auf dem Platz versammeln und du musst über den Platz ausschreien, so links, rechts, und es sind alle da die Befehle geben. Und dann hatte ich einen Musiker als Soldat, der nach dem Anfall zu mir kam und hat gesagt, hey,
Brudi, du hast so geile Stimme. Singst du, singst Grunge oder so? So ja, nein, voll nicht. Irgendwie, nein, singen. Nie im Leben, oder? Und dann ist irgendwie dazu gekommen, der hat immer Gitarre dabei, ich habe schon mal noch spielen gesehen. Und dann bin ich mal zu einem Mann gekommen, dass es irgendwie gut kam mit ihm. Und dann sind wir keine, sind wir einfach immer am Abend sind wir irgendwie umgehängt und haben Gitarre gespielt und Musik gemacht. Und irgendwie habe ich mich. Keine, irgendwie hat mich dann darauf aufgelaufen, so, sing jetzt mal, sing. Ich glaube, du kannst super gut singen. Und dann habe ich angefangen zu singen und ich habe gemerkt so, wow, das ist ein Gefühl, das ich noch nie, was sagen wir, ein Gefühl, das ich noch nie rausgelassen habe, so gesagt. Das ist wie so ein wow. Gefühl, das ich irgendwie gar nicht gekannt habe von mir. Weil für mich war immer so, ja, Kollegen, Schlägle, weiss ich nicht was. Es war immer so ein bisschen ganz anders, weißt du, Fokus ganz irgendwo anders gewesen, oder? Fokus war nie auf Musik. Es ist mir wie nicht in den Sinn gekommen. Oder, darum habe ich es nie probiert, weißt du? Ja, ja. Es ist ja nie, auch wenn ich Gitarre gespielt habe, nie probiert zu singen. Weil es irgendwie. Es war mehr so, gewesen, ich mache das für mich zum Abkommen. Aber es war irgendwie kein Thema. Keine Ahnung, hat mega Dämmerl reingenommen. Ich so, oh, ja, das ist richtig geil. Und sind jeden Abend sind mehr Leute dazugekommen, zulassen, weil wir jetzt am Jammen waren. Und dann. Keine, und dann bin ich ein bisschen verzweifelt gewesen, weil ich gemerkt habe, das Gefühl tut mir mega gut zum Singen und die Emotionen so rauslassen. Und ich mache es gerne. Und dann habe ich gedacht, so, ja, jetzt zum irgendwie Music Style, so, das mache ich nicht, oder? Vor allem, ich komme aus einem kleinen Dorf, ich bin in Zappenzell aufgewachsen. Wenn da, wenn du einem Kollegen erzählst, dass du singst, dann denken dann alle, bist du durch oder was? Bist du ganz oder so. Und ja, und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwie einfach ein ehrliches Feedback. Und dann habe ich mich für Strassenmusik entschieden. Ich dachte, weißt du, komm, ich gehe auf die Straße. Entweder finden sie es geil und sie rühren mir Geld rein, oder sie speuzen es mir in den Koffer rein oder laufen einfach vorbei, irgend so etwas. Oder? Und dann bin ich in dieser Zeit, ehrlich noch, als ich im Militär war, bin ich einmal am Wochenende anstatt heim, habe ich mir die Gitarre geklammert, oder? Also habe ich meine Gitarre mitgenommen. Also die paar Chords habe ich dann noch können und habe dann angefangen, Cover Lieder zu machen. Oder bin dann eigentlich mit dem Militär Häs, bin ich dann auf den Zug, dass ich gratis Zug fahre am Wochenende, bin dann auf Freiburg. Also ja, mein Ziel war, okay, so weit wie möglich weg von der Ostschweiz, falls wir noch irgendjemanden kennen. Andere Spruch sogar. Ja, genau, so weit weg, wie es geht. Und dann habe ich dort angefangen, Strassenmusik zu machen und habe angefangen, eigentlich spielen. Und ja, es hat einfach irgendetwas mit mir gemacht, das hat mich wieder, es hat mich wie so emotional ein bisschen geöffnet, weil ich bin vorhin eigentlich sehr ein verkrampfter Typ gewesen, aber es hat mich so ein bisschen verbissen. Mhm. Ja, früher bei mir war es so, also vor der Schule, also vor der Lehre und alles, bin ich ehrlich, als ich in die erste Klasse kam, bin ich 60 Kilo. So klein und rund. Und dann habe ich immer aufs Deckel geschaut und dann haben sie mich immer gemobbt, meine Mitschüler, habe immer die Fresse bekommen. Und dann habe ich angefangen zu stackeln. Ich habe dann wirklich extrem gestackelt zwischen der zweiten Klasse und der fünften Klasse. Habe ich richtig, zum Teil keinen richtigen Satz anbringen. Ich so, Und du hörst es manchmal jetzt noch bei mir, manchmal gewisse Vokale noch länger zu hören, je nachdem, okay, wie aufgeregt ich bin. Und nach dem Erlebnis war es dann schön gewesen, weißt, zu singen. Und es hat sich dann wie verbunden mit dem Stackeln. Weißt du, ich meine, wie so deine Emotionen irgendwo können anders rauszulassen. Ja. Über dein Mundwerk. Hat es wie keine Ahnung, gewisse Dynamik gegeben, oder? Und es hat auch wie so, darum viele sagen mir so, ich höre irgendwo einen Schmerz in deiner Stimme, du musst super viel Schlimmes erlebt haben. Und für mich ist eigentlich, ich nehme eigentlich das von meiner Zeit da, wo ich gestackelt habe, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie viel Energie, aber das ist die Energie, die ich eigentlich brauche, zum Singen. Weißt du, ich meine, alles, was ich da nicht habe können sagen, das singe ich jetzt da, weißt du? Yeah. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen meine Verbindung zum Singen, der Stackeln, oder? Ich finde es nämlich, ich finde es eindrücklich, wenn gerade so ein Mensch wie du, der privat super locker ist, mega entspannt,
lustig. Mhm. Und dann eben Singen anfängt, so eine Switch gibt. Nicht nur stimmlich. Ja. Es gibt Menschen, die, wenn sie singen, tönen sie genau gleich, wie wenn sie schwätzen. Ja, und dann gibt es andere Menschen, die das Gefühl haben, das kann fast nicht der gleiche Mensch sein. Und eben vor allem auch mit einer Emotion und einer Tiefe, weißt, wo ich zum Beispiel bei mir, ich glaube noch viel komischer, merke, so etwas würde ich mir gar nicht getrauen. Das könnte ich gar nicht rauslassen. Eben bei, mir, so bei mir muss es dann ins Lächerliche gehen. Ja, ja, ja. Aber du kannst das wie switchen. Du kannst einfach wirklich einfach, es geht los und dann habe ich das Gefühl, bist du auch eben jemand anders, sozusagen. Ja, ja, nein, du bist dann wirklich wie ein anderer Mensch. Also wenn man singt, dann ist es wie, es ist wie ein anderer Zustand. Also es ist wie so, auf Drogen, nicht auf Drogen. abgespaced, einfach so ein bisschen. Es sind einfach zwei Welten, oder? Mhm. Und so leicht schizophren, ja. Darum kannst du nicht einfach so... Du kannst es wahrscheinlich früher oft gehabt, das habe ich ja oft, erzähl mal einen Witz und so, sag ich, bist du im Ausgang und sagst, ja, sing mal schnell etwas, weißt du? Ah, so krass, sowieso, wenn man da irgendwie... Du kannst mal schnell etwas singen. Ja. So, ach. Also, ich habe keine Gitarre da. Also, ich singe nie irgendetwas, wenn ich keine Gitarre habe. Ja. Das ist völlig behindert. Oder ich nerv mich einmal auch, wenn Sänger immer Show-Offs machen. Weißt du, was ich meine? Wenn sie irgendwie, ja, ich bin Sänger. Und dann sagt er, sing mal. Und dann macht er, weißt du, dann jodelt es in der Weltgeschichte umeinander. Ja. Ich habe gerade letzte, eben, als ich in der Mertel war, hat es ja auch mehrere Sänger gehabt. Hey, die sind den ganzen Nachmittag sind sie in diesen Sofa reingedingselt und haben angefangen, irgendwelche Lieder zu singen, weißt du, und dann auch, so stellen wir es bei The Voice vor, wenn du so bei The Voice Casting bist, dann alle Backstage im Hängen, yeah, irgendwie ihre Töne rum. Bei DSDS wagen. Zeigen sie das doch immer, irgendwie alle so nein, auf den Sofas sich treffen so und irgendwie, nein, dann jemand so tanzt noch und es ist ja, so. So, und ich bin halt auch, eben, ich bin halt ein Sänger, der das gar nicht gerne hat. Ich mag es nicht verlieren. Ich könnte es ja auch, aber für mich ist es meistens so. Also, das Level wollte ich mir nicht abgeben. Nein, einfach ja, so. Ja. Es ist wie dann. Weil eine schöne Stimme oder weil gute Sänger, das sind nicht die, die. Oder gute Stimme ist nicht das, wo. Warte nochmal, die Definition von einer guten Stimme ist nicht, wie viel Range das du hast oder was du alles kannst machen mit der Stimme. Mhm. Definition ist eigentlich, ich glaube, oder ich bin der Meinung, dass jeder Sänger sein kann. Mhm. Ich glaube, jeder kann singen, weil es muss einfach, oder nein, sorry, jeder kann erfolgreich sein, indem er singt. Mhm. Wenn und das vor allem, und das Wichtige daran ist eigentlich, dass eigentlich der Sound dazu passt. Das ist eigentlich Priorität. Und meistens, zum Beispiel eben, wenn du das Nirvana anschaust, der Dude hätte ja nicht können singen. Also weißt du, was ich meine? Aber das Soundumfeld, das, was er kreiert hat, ein kreatives Ding, wenn du jetzt hier einen guten Sänger drauf tun hättest, dann wäre es kaputt gewesen. Oder? Oder Tame Impala, wenn du da eine Stimme für ihn ist, die super viel Platz braucht, dann ist der Song nicht mehr gut. Sondern ich glaube, es kann wie jeder singen. Und darum, es geht nicht auf Skills drauf an. Das ist bei Musik generell so. Musik geht es nicht um Skills, es geht darum Kreativität. Und das fasziniert mich so. Gefühl? Ja. An Musik, weißt du, du kannst es nicht trainieren. Alles, die fleissigen Menschen da, die können alle abkratzen, das ist scheißegal. Es geht darum, kontinuierlich eigentlich arbeiten daran, plus eigentlich open-minded sein und Sachen aufsaugen. Aber es geht nicht darum, anzusitzen und das und das zu lernen, oder? Es geht wirklich darum, wie einen kreativen Flow können zu generieren, oder? Und wo bin ich gewesen? Genau, mit den Sängen. Genau, und das ist auch mit Sängen, darum gibt es eben Leute, die eigentlich, weißt du, es gibt Leute, die mit zwei Tönen dir Hühnerhaut können
kreieren. Und es gibt gewisse Leute, die machen, sie nicht was und es brüht den Scheiß. Mhm. Und das finde ich, so schön an der Musik. Oder? Ich finde das mega geil an der Musik. Und ich finde es dann zum Teil schade, wenn du wie merkst, dass die Leute sich zu fest darauf konzentrieren, eben wie ist etwas produziert oder hey, ich kann jetzt besser singen als damals. Das muss ich jetzt mit meinem neuen Song auch mehr zeigen. Und dann geht eben auf einmal der Sens verloren. Genau. Von dem, was die Band ausgemacht hat oder die Person. Oder du musst gar nicht laut sein, oder? Ein Billy Eilish, wenn der jetzt würde sagen, die müsste das laut da im Raum singen, ich glaube nicht, dass das so gut wird. Yeah. Was ist gut, wenn sie... Yeah. Hörst du einfach so das Nähe, so das Intime. Und die singt da so, ich meine, im Konzert singt die wirklich, musst du mal schauen, wenn du so einen Livestream gefunden oder so, die singt wirklich super leise. Mhm. Gut, das ist dann nochmal etwas anderes, der Live-Aspekt. Ja, das ist nochmal ganz etwas anderes für eine Aufnahme. Ja, ja. Das finde ich zum Beispiel das große Problem im Hip-Hop seit Jahren. Das einfach, jetzt ist es eh Mumble, was weiß ich, bla. Aber früher noch, zum Beispiel auch schon 50 Cent. Ja. Fidi. Wenn der gerappt hat auf einer Produktion, hat es mega geil gedacht und live hat es nicht können hören, weil er hat mir mehr Energie gegeben und danach hat er es auch verschreien. Und danach ist eben das, was es ausgemacht hat, ist so wie verloren gegangen, oder? Und andere so, frag mich nicht. Kanye oder was weiß ich, die haben können voll reinblasten, auch live. Und das war dann geil gewesen. Kanye ist gegangen live? Ja, ist früher gegangen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja. Nein, weil ich finde zum Beispiel, weil Hip-Hop hat sich live die letzte mega entwickelt. Jetzt grad, hast du die Doku gesehen bei Travis Scott? Nein, noch nicht. Aber die muss krass sein. Das ist ja extrem, was der für Konzert macht. Also da nach jedem Konzert sind mir zwei, drei Menschen verletzt. Yeah. Irgendwo einer gestorben oder was. Das ist ja krass, was die einfach, weißt du, halt eben, da ist wirklich die Live-Show, weißt mit all den Subs und dort ja keine Band und nichts. Das ist einfach voll aus Playback aus der Shit, oder? Ja. Yeah. Aber einfach, ich kann so eine Energie generieren, das ist extrem. Und da oben die Menge, das ist richtig krass. Das ist, du bist der einzige Musiker, den ich bis jetzt als Gast gehabt habe, den ich noch nie gesehen live performen. Hast du noch nie? Nein. Ich bin beste live. Ich müsste live auf das Level kommen, oder ich müsste eigentlich auf das, oder wenn ich jetzt dran bin, eigentlich probieren, mein Live-Level auf eine CD zu bringen. Mhm. Ich habe mehr Probleme, das Zeug richtig recorden, dass es eben toucht. Als Live, also das Live, weil ich komme aus dem Live, ich komme aus der Strassenmusik raus, darum ist das Live für mich eigentlich am einfachsten. Und das Schwierige ist für mich wirklich, die Emotionen, die ich live kann übergeben kann, auf eine CD zu bringen. Das ist der grösste Pain. Das ist wahrscheinlich für alle das Schwierigste, wenn man eben live so gut ist. Wenn du von live kommst, ja. Das ist wie so. Aber da siehst du schon, bei vielen Bands sind besser live als die Recordings manchmal, oder? Ja. Es ist ja blöd, wenn es umgekehrt wird. Ja, und es ist immer schade, wenn du jemanden live entdeckst und danach gehst du irgendwie das letzte Album hören. Und es ist so wischiwaschi produziert. Völlig. Schade. Selbst ist dann eben schon. Und was auch schade ist, dass eigentlich Live-Alben überhaupt nicht funktionieren. Früher hast du ja noch Live-Alben rausgegeben von irgendeinem Konzert und hast das Gefühl gehabt, du bist fast dabei und so. Ja. Das interessiert die Leute irgendwie nicht mehr, weil du hörst ja nicht mehr am Stück. Du hörst ja einzelne Songs, du hörst nicht mehr Album, oder? Ja, generell. Ich glaube, ich meine, was ich mich zurzeit gerade sehr damit befasse, ist, seitdem ich jetzt seit einem Jahr, zwei mehr in dieser Produktion bin, dann sich die Meinung auch immer wieder so ein bisschen ändern. Weil ich bin jetzt gerade super viel, oder auch mit meinem Produzenten, mit dem Sitzen und diskutieren, weißt du, was. Ein Hit, was hat ein Hit für eine Produktion drin? Und das ist super spannend. Wir sind jetzt auf die Formel gekommen, also wir haben 10 verschiedene Songs angeschaut und sind auf die Formel gekommen, dass eigentlich, wo wir jetzt für das nächste Album dann eigentlich anwenden wollen, dass wir, wie sagen, 25% gesamplet, also samplen heisst Sachen so, oder irgendetwas, oder irgendein Clap, oder irgendetwas, wo man eigentlich
von unserem Leben aufnehmen. 25% Live-Instrument, also eben wenn man einen Track kennt, dass man entweder ein echtes Piano drin hat, mhm. also echt, nicht einfach eingespielt, über MIDI, oder eine echte Gitarre und ein echtes Drums und vielleicht einen echten Bass. 25% Produktion, also wirklich, weißt du, eigentlich Production-Synthes und Zeug und Sachen. Und 25% nochmal irgendetwas. Das liegt im Kopf. Aber einfach, weißt du, so eine Aufteilung. Weil das Problem bei heutigen Songs ist manchmal viel, oder wenn ich Songs höre, ist entweder sind sie zu live, weißt du, wenn ein Song zu live ist, zu bandy, dann ist es zu wenig, dass er eben eigentlich für Spotify Playlist ist und für Radio. Yeah. Und wenn er zu produziert ist, also wenn du zu viel aus der Produktion einfach machst, zu wenig eigentlich echt Instrument brauchst, dann berührt er dich auch nicht richtig. Mhm. Und das ist eben super spannend, wenn du eben so Künstler anschaust wie Post Malone oder eben so Justin Bieber, weiss ich nicht was, die haben genau die Formel in denen, also wenn du wirklich schaust, wenn du Produktion los ist und du kriegst Elemente rein, dann ist es meistens so aufgeteilt. Dass eben meistens ein real Drum ist, ein real Bass und so, und dann der Rest ist ein bisschen Synthi und ein bisschen Stimme und so ein bisschen ein Mix zwischen all diesen verschiedenen Elementen. Ja. Mhm. Ja, du bist auch recht du bist auch recht affin, meiner Meinung nach, auf so ein bisschen, ja, Gospel ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber du hast gerne zum Beispiel einen Chor noch im Song drin. Ja, mega. Jetzt kommt dann, jetzt das, was wir jetzt rauslässt, das hat viel Chor drin. Ja. Yeah. Und ist geil, es tönt zum Teil, ich muss dir noch einen zeigen. Wir haben einen, der mit dem Januar rausgeht, der tönt, als hätten wir 10 schwarze Weiber aufgenommen, weißt du, so richtig huge Gospel-Chor, dabei sind der Frankie ein und der Sid, wo einfach so unsere Stimmen doppelt haben. Aber es klingt wie so ein richtiger Church Choir, weißt du. Ja. Yeah. Aber Chöre habe ich gerne, ist super spannend, ja. Und was du mir das letzte Mal erzählt hast, wo wir es gesehen haben, du hast kein Label? Also, nein, nicht. Das machen wir alles selber da. Das finde ich faszinierend. Selfmade Musiker. Ja, ja, weil das muss ja eben vor allem vom Kaserne-Dude. dem Typ hast du hoffentlich mal irgendwie ein Geschenk gemacht oder so, weil der hat. Ja, den nie mehr gesehen. Wirklich? Ja, immer wieder mal lernen. Es braucht immer so einen Mensch. Es braucht immer so einen Mensch, eben, ja, zum Teil, wo es für einen entdeckt. Ja, oder? Völlig. Bei mir ist ein alter Lehrer gesehen, der gesagt hat, mach mal. Probier mal, du bist Theater. Lustig irgendwie, yeah. Genau. Und aber das vom Kaserne-Dude, Strassenmusiker, irgendwann musst du mal, bringst du mal etwas raus. Dann bringst du es auf die Zahl raus. Ich habe gesagt, so, wir produzieren jetzt den Scheiß zusammen, bam bam bam. Das sind Songs, jetzt knallen wir das auf alle Streaming-Plattformen und Presse es vielleicht sogar noch. Nein, das war eigentlich ein Weg gewesen, oder? Das ist wie ein. Aber da machen viele Selbstständige Türen. Das war einfach ein Weg gewesen von. Eben, ich habe zuerst angefangen mit Strassenmusik, habe nach dem Militär 8 Monate von Strassenmusik gelebt. Und dann hat mir einer von... Immer in Freiburg? ich bin in Freiburg gezogen, habe dann von Freiburg aus... Nein! ...habe das Militär abgebrochen, habe dann von Freiburg aus... ...bin ich dann eigentlich... ...haben wir ein GA geholt und bin dann mit dem GA bin ich jeden Tag irgendwo anders hin. Und es war eine schöne Zeit, ich konnte wirklich von Hand ins Maul leben. Ich hatte, glaube ich, 600 Stutz WG-Miete. Ja. Yeah. Und das hat gerade zusammen gelangt und dann eben so ein bisschen mit dem Münz habe ich alles eigentlich gezahlt, das war gut gewesen. Und so bin ich eigentlich die ganze Schweiz durchgezogen. Und das war super spannend gewesen, weil zum Teil bin ich wie so 2 Wochen nicht heimgekommen. Ich bin wie, dann bin ich jetzt, sagen wir, morgen auf die Zügel mit der Gitti, Bälle Unterhosen noch hinten rein, dann bin ich auf Luzern. Und dann in Luzern habe ich irgendwie gespielt, dann sind 2 auf mich zugekommen, du, wir haben mit dem Mann heiraten, hast du Bock zum Spielen, wir brauchen noch Musiker. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, easy, gibst mir 100 Stutz und bin auf dem Sofa pennen und dann komme ich.
Und nachher bin ich am nächsten Tag bin ich dann weiter auf Bern und Bern ein Kollege vom Militär oder irgendein Appenzell, der dort studiert hat. Und dann bin ich für eine Homeparty eingeladen worden. Dann habe ich wieder eine gefunden, weiss ich nicht, und so bin ich zum Teil fast zwei Wochen nie heim. Also nie in die Wohnung, sondern bin einfach so von Couch zu Couch, von Nest zu Nest bin ich so ein bisschen umgezogen. Fucking Künstler. Und das hat mir schon, huren Spass gemacht. Einfach, weißt, ist einfach frei. Mhm. Und das war schon sehr eine tolle Zeit gewesen. Und eben nach dieser Zeit hat mich dann einer angehauen, der Roger Rinner vom Radio Zürichsee. Das ist der Musikchef vom Radio Zürichsee. Der hat irgendwie gehört und hat gesagt, hey, komm zu mir ins Autostudio, komm, schick ein paar Songs, ein paar Labels. Und dann haben sie mich da zu der Hitmill gebracht, zum Gammensyndrom. Mhm. Und immer noch das größte Produktions... Ja, sind eigentlich schon, ich meine, sie machen... sind schon das erfolgreichste Produzententeam, eigentlich in der Schweiz. Und ja, und dann habe ich denen vorgespielt und die gesagt, weißt du, komm, machen wir einen Vertrag. Und ich irgendwie so, ich kann nicht verlieren, wieso nicht? Let's go, oder? Ich bin generell ein Mensch, weißt, wenn irgendwo die Türen aufgeht, dann habe ich mal den Grind rein und schaue, ob es gut ist. Und dann bin ich ein Jahr mit denen unterwegs gewesen. Dann habe ich einen Mundart-EP aufgenommen. Da bist du noch Marios Bär gewesen. Bär mit E, ja, genau. Ja. Und ja, es war spannend, ich habe viel gelernt, ich habe viele so kleine Festivals gespielt und meine Band zusammengewürfelt, die ersten. Mit dem Roman, war dort schon dabei gewesen, und dem Lino, das war mein erster Pianist, gewesen, ein Kollege aus Appenzell. Da haben wir so zu dritten haben wir so ein bisschen Zeug gespielt, aber noch nicht richtig ernst. Das war mir einfach mal so... oder? Und keine Ahnung, dann hat es mir irgendwie nicht mehr gepasst. Also sie haben mit denen, ich auch unbedingt Englisch wollen, sie haben dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit Mundart ruhig gehalten, sie haben Mundart machen. Und das hat mir dann irgendwie nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, das ist ja da. Habe ich mich verpisst, habe dann Zermatt geplagt. Habe ich dann einen Regisseur aus New York kennengelernt und bin dann mit dem ein halbes Jahr auf New York. Der hat mich gefragt, ob ich will Filmmusik machen für seinen Dokumentarfilm. Ja, und dann bin ich. Dann ist die Tür wieder aufgegangen und ich dachte, okay, weißt du, let's try it, oder? Mhm. Und einfach, weißt du, ich eigentlich nichts dafür bekommen. Es war mehr so Kost und Logie. Mhm. Und dann habe ich ein halbes Jahr in New York gewohnt und dort den Produzenten die Filmmusik gemacht. Super spannend gewesen. Und kann ich bei mir halt eben Step by Step immer mehr so ein bisschen Musik kommen. Und eben neues Land und wieder neue Einflüsse, die dann alles dazukommen. Und bin dann schlussendlich wieder zurück in die Schweiz gekommen, habe gewusst, okay, jetzt in dem Studio wollte ich mein erstes Album aufnehmen. Mhm. Bin dann ein halbes Jahr in der Schweiz gewesen, ganz viele so Hochzeiten gespielt. Ich habe fast, glaube ich, über 60 Hochzeiten habe ich runtergerabbelt. Wow. Zum Geld verdienen und bin dann mit dem Geld wieder auf New York und zwei Musiker hat dann für 20'000 Stutz eine EP produziert und die EP hat völlig scheiße dort. Dann habe ich die vorher EP gekübelt, habe dann zum Glück meinen jetzigen Manager getroffen und seitdem sind wir jetzt eigentlich auf dem Weg, wo wir jetzt sind. Dann sind wir dann mit Sanity angefangen. Mhm. Ich bin dann, nachdem wir die EP eigentlich vernünftig gemacht haben, also es sind keine guten Songs gewesen. Es ist, wenn ich habe gemerkt, okay, wenn ich das jetzt rauslasse, mit dem kann ich kein Radio machen. Also komme ich nicht vorwärts. Yeah. Das ist einfach Musik, die wieder einen auf Spotify aufladen, die irgendwie niemand hören will und so. Mhm. Und ich bin dann, weil ich habe mich nicht verstanden mit dem Produzenten. Der Produzent war völlig Schafsäckel, das habe ich nicht gefühlt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, jetzt mache ich es selber, ist mir gleich. Und dann habe ich meinen Manager getroffen, haben aber schon gesagt, jetzt schau, ich muss jetzt auf England, ich muss jetzt das Zeug selber lernen. Und dann bin ich mit dem Geld, das ich noch hatte von der Hochzeit, bin ich dann mit dem Cash auf England für anderthalb Jahre. Und London dort, hauptsächlich? Ja, also auf London. Also ich dann, zuerst bin ich ein halbes Jahr zu Brighton gewesen. Mhm. Und nachher habe ich bin ich anderthalb Jahr zu London gewesen und habe dort eigentlich immer mehr mich mit Musik befasst. Ja, und jetzt seit dem Corona bin ich wieder da. Krass, aber du hast mir gesagt, London ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann als Musiker. Das
Steam nicht. Nein, Steam ist also, nicht. Also nicht Steam ist, aber... Passt einfach die Stadt nicht. Ich finde sie nicht so geil. Ich finde sie nicht so geil, wie alle immer tun. Nein, es ist mehr... London ist... Ich glaube, Berlin ist dort besser. Weißt du, in London, London ist super traurig, weißt du? Du kannst dich zum Teil als Musiker, als Künstler, kannst dich mega vertun. Ich meine, so viele Musiker dort, wo ich in die BIM-Schule gegangen bin, hat so viel gehabt, wo einfach, weißt du, wo nebenbei. Ich habe das Glück, ich kann in der Schweiz Konzert machen. Ich kann in die Schweiz fliegen, auch Geld verdient und dann können in London leben. Aber da hat es gewisse gehabt, weißt du, die haben im Spoons gearbeitet am Abend, dann haben sie nebenbei noch mal etwas gemacht und dann haben sie Musik studiert. Und dann sind sie noch gratis Gigs spielen irgendwo. Oder? Und die haben wirklich, das ist ein super Hassel, oder? Und das ist wirklich Zürich-Mieten, aber wenn du irgendwie in einer Bar schaffst, für die haben 7 Pfund in der Stunde. Gell? Aber die Miete kostet die 800, 900 Pfund. Oder? Da ist wirklich zum Teil, und der Lebensstand ist so im Keller unten. Es ist einfach ein mega Hustle. Es ist ein super Hustle. Und ich habe viel kennengelernt. Also, mir hat es einfach ein bisschen geflasht, weil ich viel so verlorene Strassenmusiker. Ich habe einfach so irgendeinen Italiener, der schon 3 Jahre dort auf der Straße am Musik machen ist und macht und macht und macht und macht. Dabei ist es eben, mit Strassenmusik kommst du nicht. Du hast von England hast du immer die Vision von, oh, jetzt hole ich meine Gitarre. Und gehe ein Wochenende auf London und dann vielleicht passiert etwas. Weißt du, das ist so der Traum. Das ist ein bisschen der Traum, weißt du, so vom Tellerwäscher zum Millionär in der Musik. Oder wo das Gefühl hat, okay, jetzt nehme ich meine Gitarre, gehe auf London, gehe 2 Minuten auf London und spiele und irgendwie komme ich rein. Aber meistens ist es, in der heutigen Zeit, ist es einfach eigentlich fokussiert auf die Musik, die selber finden. Stell das ins Netz und komm über Leute, die du kennenlernst, eigentlich ins Business rein, also in die Music-Szene rein. Weil es gibt schon eine Szene da von Writers, mit denen, wo ich viel zusammen geschafft habe. Aber die ist wie abgekupfert. Das ist wie so, die findest du nicht, indem du jeden Tag gehst, Strassenmusik machen. Und da, und dasselbe ist mit Schauspiel oder irgendetwas. Du musst wie so jemanden haben, der dich in die Szene hineinbringt und dann kannst du dich drin bewegen. Aber süß ist es. Süß ist es ein riesen Pain. Wenn du niemanden hast, dann kannst du jahrelang ausbeissen. Darum finde ich es so faszinierend, dass du in der Schweiz auch kein Label hast und es trotzdem funktioniert. Mit dem haben wir alle angefangen, mit dem Thema. So. Ja, nein, aber in der Schweiz ist etwas anderes. Weißt, Schweiz, wir haben 8 Millionen Einwohner. Unsere Musikszene ist sehr klein. Ich habe zum Glück einen guten Manager, weißt, er macht ja den Stefan Eicher. Und er ist ein alter Hase in dem, oder? Also, alt ist nicht, nächstes Jahr wird er 50, aber aber er weiß, wie es läuft. Aber er weiß, wie es läuft, er kennt die Leute, oder? Und du als Künstler lernst auch immer mehr Leute kennen. Oder? Ich kenne immer mehr andere Musiker und immer mehr Radioleute und so. Und das ist wie eine kleine Welt. Und in der Schweiz kann man wie gut, wenn du einen guten Manager hast als Künstler, dann kannst du die Schweiz easy allein bewältigen. Ein gutes Booking, was du sicher brauchst, ist ein Booking, ob du ein Konzert bucht und ein gutes Team. Aber die Schweiz ist easy. Ich glaube, wenn du natürlich weiter willst, wenn du, sagen wir, deutschlandweit willst du etwas machen, dann musst du schon auf das Label zurückgreifen. Aber eben, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und wir haben so viele Möglichkeiten, wo du kannst vorläufig ohne Label, also viele Musiker probieren sich wie so auf das Label festzusetzen und sagen, oh, ich brauche jetzt ein Label. Aber dabei geht es eigentlich nur darum, dass du einfach lieferst und dann lässt es kommen. Weil vorne kommst du sowieso keinen guten Deal über, dann musst du alles abgeben und dann nach 2 Jahren stoßen sie wieder ab. Das ist ein Habakuk. Können wir nachher eine Pause machen? Ja, wir machen. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch mal ein Käffchen haben. Bam, bam, bam. Zurück von der kleinen Pause. Du hast vorher gesagt, für die Schweiz braucht man eigentlich kein Label. Ja, also ja. Ja, so. In Deutschland vielleicht eher.
RTL, I Can See Your Voice hat das geheißen, gell? Ja, genau, ja. Also beim Konzept bin ich überhaupt nicht rausgekommen, aber deine Performance ist geil gewesen, so. Und klar, ist jetzt spezielle Zeit, weil halt Corona-Schissel, aber hast du viel gemerkt nach dem Auftritt? Hast du gemerkt, dass jetzt etwas passiert, sozusagen? Ja, das mit dieser Sendung, es war eigentlich so gewesen, wir hätten die Sendung... Achtung, Christoph geht fast auf die Fresse. Wir hätten eigentlich die Sendung, also wir haben eigentlich einen Plan gehabt für dieses Jahr, wie die meisten. Und wir hätten eigentlich die Sendung gehabt, die wäre im März gewesen. Im März hätten wir sie aufgenommen, Anfang April wäre die ausgeschaltet worden. Mhm. Und dann hätten wir nachher eine Deutschland-Tour gehabt. Ja. Und das wäre eigentlich perfekt gewesen, wenn wir jetzt gerade hätten können spielen, oder? Mhm. Zum eigentlich am meisten abschöpfen auf dieser Sendung. Jetzt ist halt alles anders gekommen. Haben dann aber jedoch die Sendung gleich gemacht, weil die haben sie eigentlich zuerst abgesagt wegen Corona. Und dann haben sie gesagt, weißt du, wir machen sie gleich, ist gleich. Und dann haben wir gesagt, okay, easy. Dann machen wir halt einfach mal die Sendung. Und ist schon krass gewesen. Das Feedback ist super gewesen. Also ist wirklich krass gewesen. An dem Abend, wo man die Sendung geschaut hat, war mein Instagram voll am Brennen gewesen. Follows. Einfach so 6000 neue Insta-Follows. Aber ich muss sagen, ich wirklich Glück gehabt mit dem Verlauf der Sendung. Weißt, ich bin genau im richtigen Moment rausgefallen. Also so, wenn ich es mir eigentlich gewünscht habe. Mhm. Weil die Sendung, die hat kein Drehbuch gehabt. Das ist wirklich eigentlich... Die ist eigentlich aus dem Bauch entstanden, so gesagt. Ja. Yeah. Aber es hat sicher extrem geholfen. Jetzt, ich wäre super gerne noch dieses Jahr auf Deutschland, aber eben, es ist wie nicht möglich gewesen jetzt. Ja. Mhm. Das heißt, als du den Plan gemacht hast, ist also wie klar gewesen, man geht so wirklich Stück für Stück, man geht von der Schweiz auf Deutschland. Genau. Wenn man kann, nimmt man vielleicht noch bis Österreich mit der Zeit. Völlig. Also das ist meistens so, ja, einfach sagt man halt wie ein Tourplan, oder? Mhm. Du musst ja wie etwas Mediales können dran hinken. Und eben, ich glaube, das Schwierigste in der heutigen Zeit ist, um die Leute erreichen mit deiner Musik, oder? Ja. Um irgendwie, um den Leuten zu sagen, hey, da bin ich, weißt du? Mhm. Ja, vor allem weil Qualität, wie fast nicht mehr entscheidend ist bei so Sachen, oder? Ja, es ist heutzutage, die Musik ist viel, ich sage schlussendlich, die Musik selber ist vielleicht, sagen wir, 30-40%. Mhm. Also, weißt du, die Ästhetik, wenn du dich anlegst, was ist deine Message, was ist deine Bio, was ist deine Story? Welche Gruppe tust du eigentlich anpeilen mit deiner Musik? Wie ist die Zeit? Also, weißt du, in welcher Zeit, dass du dich gerade bewegst? Weißt du, ob es jetzt die Gender-Diskussion da ist oder Black Lives Matter? Mhm. Das sind schon Sachen, die natürlich je nachdem ein Künstler sehr beeinflussen, ob etwas funktioniert. Aber meistens ist es einfach Glück. Es ist nicht. Ein gewisser Teil kannst du planen, aber einen gewissen Teil musst du einfach probieren. Und dann, wenn es halt wieder nicht funktioniert. Eben, ich meine, die Sendung ist jetzt auch, das Ziel ist, die Sendung machen, dann gehen spielen und dann hast du die Leute bei dir. Mhm. Jetzt ist das Problem, jetzt können wir die Deutschland-Tour, die können wir erst im April machen. Mhm. Also haben wir jetzt mal angenommen, wir machen es jetzt nächstes Jahr im April. Aber eben, es ist dann auch wieder Glück, dass wir medial dann wieder im Gespräch sind, weil das Problem ist, jetzt, die Sendung war jetzt vor 2 Monaten gewesen, und wenn wir natürlich im April einfahren, dann kennt es keine Sau mehr. Also weißt du, dann ist so, dann ist alles easy und dann who the fuck cares, oder? Ja. Theoretisch müsstest du aber direkt reagieren, oder? Aber da machst du, also ich glaube, gross rumbrüllen bringt ja nichts. Dann musst du einfach machen, einfach machen. Und das ist wie bei allem, einfach machen. Und wenn wieder irgendwo die Türen aufgeht, man, Dann reissest du wieder den Arsch auf und machst nochmal. Und irgendwann kommt es dann schon. Also, da habe ich wirklich keine Angst. Das finde ich irgendwie auch geil an dir, weil eben, du bist auf so einem Macher. Und du hast vorher gesagt, die Leute haben das Gefühl, ich gehe am Wochenende auf London und danach passieren Sachen und dann geht es ab und so. Und ich kenne es von mir, es gibt ja mega oft, gibt's so,
irgendein Moment, irgendein Ereignis, wo man sieht, wo man sagt, boah, denne. Ja. Dann schlägt es ein, dann geht es ab. Dann geht es ab. Es passiert nicht nichts, aber es geht halt nicht mega ab, sondern es ist ein bisschen etwas passiert und wieder ein bisschen etwas passiert. Aber was sind bei dir so Momente gesehen, wo du entweder das Gefühl hast, jetzt geht es dann ab oder wo es dann tatsächlich abgegangen ist? Weil es ist ja logischerweise einiges passiert in den letzten, eben schon nur 2 Jahren. Es sind Momente, wo ich denke, es geht ab. Ich habe mir eben genau nach dieser Sendung, habe ich, oder wir haben die Sendung fertig getragen und ich habe Bauchgefühl gehabt, gewusst, so, das kommt gut. Obwohl ich Bilder noch nicht gesehen habe, weißt du, ich habe es nicht gesehen. Das sind bei meistens so Sachen, ich meine, bei so Sendungen, da kannst du so ein Gefühl haben und am Schluss, wenn sie dann, ich habe die Sendung erst gesehen, wo sie wirklich ausgeschaltet worden ist. Und dann kannst du vielleicht kannst alle guten Momente, die ich habe, mit dem Publikum, Diskussionen, Sachen, wo vielleicht rausgeschnitten worden sind und dann ist vielleicht gibt es ganz einen anderen Eindruck gegossen, als eigentlich du wahrgenommen hast an den Aufnahmen, oder? Und ich glaube, es ist wie, ich glaube, es geht wirklich darum, einfach zu machen und ein bisschen rauszuspüren. Weil gewisse Sachen, eben jetzt gewisse Songs, wo ich nie gedacht hätte, dass die irgendwie wieder einen Schritt weiter machen. Oder? Zum Beispiel bei der I Wanna Dance With Somebody, jetzt sind wir in den Airplay Charts Top 16, was fantastisch ist. Also es werden fast 40 bis 50 Mal am Tag im Radio, also schweizweit in den Radios gespielt, oder? Wo wir eigentlich noch nie so weit gekommen sind mit unserer Musik. Oder? Yeah. Und es ist natürlich schon verdammt toll so. Wie ist das, wenn du weißt, das ist eine Cover-Version? Mach das. Das ist nicht mein Song. Wir sind kein Geld dran. Verdienen wir gar kein Geld dran, wenn man einen Song covert? Doch. Du darfst einfach nicht 1-2 samplen, oder? Ich komme einfach kein Urheberrecht über, weißt du? Yeah. Weil normalerweise verdienen schon einen gewissen Betrag an Urheberrecht, wenn er mal gespielt wird im Radio. Und, das heisst, Airplays bringen da nicht viel. Außer ja, Bekanntheit. So. Außer Fame. Nein, ich habe den Song leider nicht geschrieben. Obwohl ich nie eigentlich völlig uminterpretiert habe. Das ist es ja. Also, weil es ist ja wie ein anderer Song geworden. Jetzt, genau, oder? Das ist ja dann, wenn eine Coverversion auch. Hat zum Beispiel auch einen gegeben in England. England. Ja. Callum Scott. Ja, genau. Heißt der, gell? Der ohne Scheiß, den habe ich glaube schon 7 Mal gehört, wenn ich das Lied gehört habe. Und zwar ist das Original. Ich habe das zuerst nicht gecheckt. Von der Robin. Ja. Und zwar, ja. Wenn ich dann das Original gehört habe, ja. Das ist ein richtiger Luli. Luli Pop-Elektro-Song, der einfach gar nichts tönt. So. Aber allein auf die Idee zu kommen, dann ja. Ist so einem mittelmäßigen, eben vom Gefühl her, so einen Song, so eine Cover zu machen, ist crazy. Und das war jetzt wieder berechnet. Also, das habe ich wieder berechnet. Also, wir haben gewusst, wir müssen das Cover haben an dieser Show. Und bei mir ist es lustig, weißt, wenn ich meine Fans frage, hey, was für ein Cover wenden, dann kommen alle mit Luis Capaldi, Joe Cocker, weißt du, alles, was eigentlich so was obvious schon, ist, oder? Schon so ist, ja. Yeah. Und mein Ziel war wirklich, ich habe Callum Scott ein bisschen als Beispiel genommen, das Zeug ein bisschen studiert. Und das hat so funktioniert. Was aber sehr spannend ist, Sand ist ein sehr überproduzierter Boom, Boom, Boom Song, oder? Und dasselbe ist auch Wanna Dance With Somebody. Es hat die 80er, knapp 90er Produktion drin, wo einfach der Song selber, da kommen wir zurück zum anderen Thema, der Song selber ist so eine Beauty, weißt, so ein guter Song. Ist so gut geschrieben. Aber ist halt in dieser Zeit, damals, ist der so vollgemüllt worden mit einer Synthi, Klingelkling und weiss ich nicht was. Es war sehr spannend, um den abbrechen auf eine Piano-Ballade. Plus ist er noch von einer Frau gesungen worden. Ja. Eigentlich spannend sind die Gegensätze. Wenn ich jetzt einfach einen Song von Luis Capaldi covered hätte, dann wäre der nie so, so gut. Oder wäre der nie so gut gelaufen jetzt, oder? Ja, und vor allem hat man dann auch irgendwie gesagt, ja, es ist ein bisschen. Aber es ist so. Ein bisschen Abklatsch. So. Genau, es ist einfach, es ist einfach ein Cover. Aber das Ziel ist von einem guten Cover ist ja eigentlich, den Song zu nehmen und ihm wie ein Eigenleben geben. Also eigentlich ein neues Baby daraus zu machen, oder? Und ich glaube, das ist relativ gut gegangen mit I Wanna Dance With Somebody. Ja.
Und jetzt bringt er da, was hast du gesagt, im Januar bringt er neues Zeugs? Jetzt bringt man zuerst mal einfach noch ein Single für Spotify. Mhm. Nur für Spotify? Mitte nächsten Monat. Nein, einfach, wo man keine Radio-Promo gross aufhängt. Aha. Mehr einfach ein Single für die Leute, weil ich gesagt habe, wir müssen irgendetwas machen, jetzt haben wir die Leute gepackt, oder? Mhm. Und jetzt muss man die irgendwie bei den Stangen behalten, oder? Man muss irgendwie, weil eben bis im April in Deutschland geht es noch lange. In der Schweiz ist kein Thema, da können wir spielen, oder? Mhm. Oder das, was wir spielen können. Aber Deutschland ist natürlich, wie die Leute halt eben da zu behalten und können sagen, schau, hey, wir sind dran und es kommt ein gewisser Output raus, oder? Das ist schon wichtig. Hast du sicher gehabt, den Effekt von den quasi Back-Catalog-Listening, nennt man es ja, wo sie hören irgendwie «I Wanna Dance with Somebody» und dann entdecken sie andere Songs von dir. Völlig, ja, das ist vor allem mit «Remember Me» und «Not Loud Enough» ist das super, also viel. Habe ich ja gesehen, Streams oder wenn du so eine App, da hast du sicher auch für deinen Podcast, eine App, wo du siehst, die Hörerzahl und alles. Ja, der Podcast geht halt auf so viele verschiedene Plattformen, wo du von gewissen gar keine richtigen Statistiken kriegst, außer Downloads. Die sehen wir über alles. Mhm. Aber du kannst auf Spotify, hast du Spotify, schau mal. Ja. Spotify ist wirklich fantastisch, was es so Research angeht. Als User finde ich es katastrophal. Ich habe Apple Music, weil... Findest du? Ja. Ich finde Apple Music katastrophal als User. Ich hatte immer schon iTunes gehabt und bin mir das alles gewöhnt und habe meine riesen Mediathek von früher und so. Und es ist wirklich so gesehen, voll geil, next step, ich kann jetzt einfach noch alle anderen Songs dazu hören und sagen, will ich jetzt auch noch dazu tun. Und bei Spotify bin ich nie reingekommen mit dem Einreihen. Und dann nachher los ist ein Song und dann kommen auf einmal irgendwie 37 andere Songs von anderen Künstlern. Und so. Ist geil wenn gemacht. Ich eben spannend eben, bin, weil ist geil gemacht, aber ist nicht für mich, weil ich tue bewusst Musik entdecken und ich tue bewusst Musik hören. Ah, okay. Und irgendwie dreht sich das dann für mich so. Und aber sind die Einzigen, die richtig detaillierte Statistiken rausgeben. Ja, ich bin auch zum Beispiel als Podcaster. Brutal, was du dort alles kannst. Das ist fantastisch, kannst du schauen, weißt, wie viel männlich, wie viel weiblich, welchem was Land, so was sie sonst hören. Das ist richtig gut, was sie auslösen. Also zum Beispiel für uns, für Werbung ist es natürlich super. Weil du kannst denen zeigen, schau mal, unsere Hörer sind ohne Scheiß ziemlich genau, ich glaube 90% sind zwischen 18 und 45. Und du sagst, werberelevante Zielgruppe, da. Genau, da kannst du, genau, da. Here we go. Sie hören gern Ed Sheeran, Kaigo, Double Fantastic, Lundle, Duke Marius, genau, Bear. Und dann so, siehst du ein bisschen die Verbundenheit, zu was sie haben und so. Und dann hast du das übersehen. Das ist halt aber schon relevant, das ist schon wichtig. Ja. Das ist schon geil. Eben, dann hast du auf einmal gemerkt, wie auch alte Songs. Genau, wenn ich ihnen anschaue, eben wie eben zum Beispiel Remember Me oder Not Loud Enough. Mhm. Oder auch Songs, wo man eben. Jetzt eben. Jetzt zum Beispiel einen Song, Hotel Room, der ist mit dem EP-Release ist der wie zwischen Stühlen und Bänken. Das finde ich huere geil. Gehalt. Und das ist so ein schöner Song. Weil der hat so ein bisschen das Sanity Groove. Ja, und ist sehr emotional. Yeah. Das ist so eine huere tiefe Story von mir persönlich. Und er ist eben. Das ist eben das Problem heutzutage, darum tue ich nicht gerne Alben rauslassen. Ich habe gerne Single, 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 Single. Und dann kannst du jedes Mal einzeln bearbeiten und die Leute... Also du tust heutzutage lieber jede 3 Monate ein Single rauslassen, anstatt einfach einfahren und sagen, da ist ein Album. Ja, das ist völlig... Weil da tust du einfach Kohle und Zeit und Energie einfach in die Luft rausblasen. Ja. Weil gewisse Leute hören einfach kein Album mehr. Oder die sehen den Künstler, die ersten 3 Songs, die gut sind, sicher zu sich sehen. Und ich glaube, wichtig ist einfach, die Leute bei der Stange behalten und regelmäßig Songs posten, anstatt auf einmal ein Album rauszulassen. Weil dann passiert eben so Sachen, dass du Songs hast, wo du sagst, okay, die haben mega Potenzial, aber sie werden nicht bearbeitet. Die sind dann nach 2 Wochen sind sie dann alt, oder? Mhm. Darum hat der Tabu innerhalb vom Jahr, ja, alle 3 Monate, das Beste, was man EP rausgebracht, wo dann am Schluss ein Album geworden ist, oder? Genau, genau. Also das ist eigentlich, wenn das Album ist etwas, wenn du natürlich Künstler bist wie eine Adele oder so, oder einfach ein grosser Künstler mit so grosser Fanbase, dann machst du es so. Aber musst du eigentlich auch nicht mehr. Also Adele kann ja einfach, eben zum Beispiel Hello. Es ist einfach schön für deine Fans. Hello droppen.
Ja, dann. Halbes Jahr nichts machen und dann hast du wieder einen rausknallen, ja, oder? Stimmt, ja. Eigentlich. Ja. Aber ja, das ist. Es ist zum Teil auch schade, weil ich los mega gern eigentlich Alben. Aber eben, bei Spotify kannst du eh vergessen, dass dann ein Album los ist. Ja. Und wenn ich ein Album, zum Beispiel, also von der aktuellen Sache, zum Beispiel das Dua Lipa Album, habe ich recht geil gefunden. Das ist richtig geil. Ja. Dann habe ich das als Vinyl gekauft. Dort ist so, jeder dann, ein Hit, jeder genau. Fucking Song ist ein Hit, Mann, das ist und, schon krass. Und darum, dann muss ich eben auch das Album verheben. So, ja, ja, weißt? Ja, ja. Und danach habe ich gesagt, also, dann kaufe ich das ja. Jetzt als Vinyl, ja. Weil das tue ich daheim dann auch wirklich mal auf den Plattenspieler legen und dann läuft es von A bis Z durch. Das ist natürlich schön, du bist ein guter Musikhörer. Das ist, ja, die meisten. Weil das ist das größte Problem heutzutage mit der Musik, weißt du? Weißt du, können Connections machen zwischen Artist und dem Listener, oder? Mhm. Ja, zum Beispiel viele Leute kennengelernt in London unten, wo zum Teil eben so 3-4 Millionen monthly Listeners sind, aber die sind jetzt nur Vocalists auf einem Track. Ja. Yeah. Oder die haben angenehme Playlist-Sound gemacht. Ja, yeah, genau. Zum Beispiel so Mood-Playlist, die gut reinpasst und so. Ja. Yeah. Aber wo schlussendlich der Künstler selber, so, nicht sagen, das klingt jetzt böse, aber wo der Künstler selber wie keine Connections hat können machen mit dem Hören selber. Also wenn der Künstler würde sagen, hey, ich spiele am Wochenende dort und dort in einem 300er Venue, würde kein Sau kommen. Es würde kein Sau kommen, weil man kann ihn nicht identifizieren. Oder, weißt du, früher hast du wie noch einen anderen Weg gemacht. Früher, ich weiss, mein erstes Album, das ich gekauft habe, ist Linkin Park. Ich habe die gesehen, die gehört, ich habe mich gefreut. Mhm. Ich habe mir den Weg auf mich genommen, in den Laden zu gehen. Mhm. Habe wegen einem Song habe ich ein ganzes Album gekauft. Bin mit dem Haie und haben mir das bewusst gesagt. Heutzutage ist meistens. Du hast ja ein Investment gehabt, genau. Finanziell und emotional. Ja. Und du hast dir Gedanken darüber gemacht. Mhm. Heutzutage ist meistens, bist du einfach da mit den Kollegen, okay, wir sind zusammen, zum Beispiel gestern, genau, wir sind am Zügeln, haben dem Kollegen geholfen zu zügeln. Und einfach Mood-Playlist reingefetzt. Ja. Yeah. Und dann klärst du ab und zu etwas und sagst, ja, da fällt mir etwas auf, kommt der Speicher jetzt noch rein. Mhm. Aber eben, er muss wie rausgumpen, oder? Yeah, yeah. Er muss wie rausgumpen und der Künstler muss für sich allein können dastehen und eigentlich ein Künstler sein, greifbar sein. Eben die Ästhetik muss. Du musst eigentlich, wenn man es als Produkt anschaut, musst du ein Produkt können kreieren von dir als Künstler, dass die Leute sagen, wow, mit dem habe ich Sympathie und das irgendwie matcht und irgendwie will ich mehr. Ja. Irgendwie will ich mehr von dem Mensch haben. Mhm. Oder? Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist ein grosser Trick heutzutage, zum erfolgreichen Künstler zu sein. Weißt du? Ja. Ja, also irgendwann hat, ich glaube, Watson hat die Liste rausgebracht. So, wie viele Schweizer Künstler mit Spotify-Streams verdienen. Geld so. Verdienen. Und dann hast du natürlich so, weißt du, Patent Ochsner und alles, ist recht weit unten und mega weit oben DJ Antoine. EDX, Nora Empure, alles so House, Dance, EDM, Zeugs, weil das oft in so vielen verschiedenen Playlists ist, wo bei SRF 3 Menschen gesagt haben, ich habe von dieser Person noch nie etwas gehört. Ja, ja, von völlig. Aber da kommt natürlich auch, aber zuerst mal mit dem Geld, das habe ich noch, weil da kommt nochmal auf etwas anderes drauf an. Du hast zum Beispiel, ich bin jetzt ein Independent-Künstler. Mhm. Ich habe kein Label. Ich verdiene pro Stream 0,0004 Franken pro Stream. Also ja. Das heisst, 1000 Streams kommen in Stutz über. Mhm. Oder? Und jetzt, wenn ich. Also nicht einmal ganz, oder? Wenn es ein 4 ist. Ja, irgendwie auch. Aber yeah. Ist einfach so ein okay. So plus, minus eben. 1000 Stutz. 1000 Streams gibt einen Franken. Yeah. Und wenn jetzt du ein Label-Deal hast, Label Schweiz, sagen wir Blick, dann ist der bei Universal Schweiz oder Sony oder keine Ahnung. Und weil ja Spotify den Labels gehört, ist ja, also eben Universal und Sony und Warner Bros. Sind so ein bisschen Main-Owners von den Aktionären von Spotify. Und
haben die andere Deals. Also der Blick kommt vielleicht einen Schlüssel über von 0,004. Mhm. Also ein Null weniger. Das heisst, er kommt automatisch mehr Cash über. Das heisst, er kriegt und schon jetzt, 10 Stutz für. Er kommt 10 Stutz über für 1000 Streams. Mhm. Weiß ich nicht was. Und jetzt hast du einen Künstler, wo eben DJ Anton, der auf der Liste war, wo vielleicht einen weltweiten Vertrag hat von Universal, der nochmal in einer anderen Kategorie ist, der nochmal einen anderen Schlüssel hat, von vielleicht 0,001. Mhm. Oder? Oder Net Zero, der vielleicht einen Schlüssel hat von 0,1. Ja, sie haben mal irgendeine wo nachher die Beträge extrem in die Breite gehen, oder? Wo nachher zum Teil, eben, ich meine, wenn du ein grosser Künstler bist, eben irgendwie Travis Scott oder so, wo die haben ganz andere Spotify-Deals pro 1000 Plays als ein Independent Artist, oder? Yeah. Und darum verdienen die viel mehr Cash. Ed Sheeran hat angeblich 65 Millionen Dollar verdient, nur mit Streams. Völlig, definitiv, ja. Ja. Krass. Hey, und das ist noch ohne Radio Plays, oder? Ja, yeah. Radio schüttet den echt, vor allem in der UK. In der UK verdienst du pro Play, glaube ich, irgendwie 60 Stutz. Wie viel? 60. What? Also wenn du 100% von den Songs... Ja, ja. Ja klar, es wird immer noch irgendwie aufgeteilt. Von den Rights hörst, das wird dann aufgeteilt. Du hast noch Publishing, dann hast du noch verschiedene Songwriter, aber... Aber es werden 60 Franken, 60 Pfund oder was immer 60 Pfund rausgegeben, oder? Weil du natürlich auch mehr Radiohörer hast, oder? Das ist eine Zahl von 50 Millionen, oder? Ja. Yeah. UK, oder? Und dann hast du mehr Leute, die du erreichst mit dem Radio, oder? Aber eben, ich meine, Streaming... Und eben, wenn du ein erfolgreicher EDM-Artist bist, wo eben, wie gesagt, vielleicht niemand zu deinem fucking Konzern kommt, kannst du gleich so Geld verdienen, oder? Yeah. Wenn du dann den richtigen Titel drin hast, oder? Yeah. Und bei mir ist es einfach vorläufig so, wir müssen es so kreieren, dass wir eigentlich unser Geld reinholen mit live. Wir leben von live, wir leben nicht von Streams. Das geht nicht, oder? Aber wenn du natürlich auf einem Level bist, wo, eben, sagen wir, ein Luis Capaldi, der auch eben den Weg gemacht hat, mit live angehangen, mit live das Zeug finanziert, und dann, je nachdem, kommst du einen besseren Deal über, Spotify-Zahlen changen, wenn die Streams werden grösser, du kannst irgendwo ein Label-Deal absahnen, dann tut sich das wie ausgleichen, weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Und dann, eben, gewisse Artists können nur von dem leben, die müssen gar nicht live spielen heutzutage. Ja, und die Musikindustrie hat noch nie so viel Geld verdient wie jetzt zur Zeit. Das ist absolut. Aber einfach, das Ding ist einfach, der Hustle, bis du über den Hump drüber bist, bis du da irgendwo mit einem guten Deal drin bist. Weißt du, nicht einfach ein Label-Deal, der so halbpatzig ist. Selbst ist der Struggle, selbst ist der Weg. Aber ich sehe, wie so oft, und ich muss ja immer alles auf Comedy beziehen, aber ich sehe ja dort Parallelen, weißt du? Weil ich höre immer wieder mal so, ja, weißt du, eben gewisse Musik, gut, die können nur noch von live leben. Und dann denke ich so, in der Comedy ist ja eigentlich das Gleiche. Klar, hast du früher noch vielleicht noch ein bisschen Mittermeier, der hat ein paar goldige Schallplatten und CDs gemacht. Oder früher noch Klibi und Caroline, hat irgendwie 1 Million Tonträger verkauft, weißt du? Unglaublich. 1 Million in der Schweiz, krass. Weißt du? Aber jetzt, seit Ewigkeiten, ist auch Unterhaltung in sehr vielen Formen. Ist live. Aber das finde ich eben spannend an der Musikindustrie, weil es ist so eine Industrie, dass du kannst dich nie auf der faulen Haut bewegen. Es ist einfach immer, die bewegt sich immer. Yeah. Ist immer, wenn irgendetwas passiert mit der Welt, mit der Wirtschaft, dann siehst du, wo drunter kommt, ist Musik. Auch jetzt da beim Corona, wir sind die Ersten, die aufhören müssen und die Letzten, die wieder anfangen, oder? Es ist etwas, was sich... Aber ich bin auch immer, du musst immer wach sein und immer können führen denken. Und darum finde ich es so super spannend, weil du musst immer eigentlich am Nabel von der Zeit sein und immer führen denken, was sind die Möglichkeiten, eben, ob es jetzt Merch ist. Zum Beispiel Black Seed auch, die macht super viel Cash mit Merch. Die hat einen grossen Teil von der Gage, ist, dass Merch verticken kann. Was? Black Seed auch. Ah, ja. Yeah. Ja, oder yeah. Weißt du, wo super viel mit Merch arbeitet. Ja. Yeah. Und das ist auch etwas, wo man sich als Künstler
halt eben mega überlegen muss. Und ich finde es immer so lustig, wenn ich meine ZHWK-Studenten rumhängen, alle rumjummern. Ja, weißt du, es gibt kein Thesis, nichts. Du musst gar nicht mehr darüber diskutieren. Das Thema ist jetzt abgeschlossen. Yeah. Also, wenn man jetzt noch Musiker kommt und sagt, ja, weißt du, nein, ist schon besser gewesen. So, ach, du musst keine Musik mehr machen. Du kannst keine Musik lernen machen. Also, das ist ja spannend daran, wirklich am Edge sein und einfach sehen, was gibt es für Möglichkeiten. Hey, jetzt gibt es TikTok, jetzt gibt es das. So. Weil es gibt dann schon, es gibt andere Möglichkeiten, um irgendwie deine Kohle zu bringen. Definitiv. Yeah. Also, Freunde von mir, The Luck heissen die, sind so Geschwister, die aus London. Und die kenne ich bis halbe Leben. Und die haben auch immer ein bisschen so da mal gespielt und dort mal. Und es ist immer so, blöd gesagt, nie wirklich vorangegangen. Dann haben sie als nicht gerade die allererste, aber recht früh haben sie Twitch entdeckt. Ah. Und haben dann wirklich, Community. Eben schon vor Corona, weißt, ja. Immer Wohnzimmer-Konzert ja. gemacht. Und wie sie auch früher Strassenmusik gemacht haben, oder? Ja. Und gesagt haben, das ist geil, weil so machen wir eigentlich Strassenmusik für eine viel größere Community. Und haben sich eine Fanbase aufgebaut, wo sie dann mit der Zeit haben 4000 Leute live geschaut. Krass! Das ist richtig krass. Krass. Ja, und wo sie dann eine Zeit lang haben sie in L.A. gelebt oder in San Francisco, dort hin und her geswitcht. Und dann haben sie mit anderen Musikern haben sie einfach so Kollabos gemacht. Dann kommt eben so eine Violine-Virtuoso. Ja, ja, ja. Und dann haben sie Wünsche haben sie können umsetzen, Coverversionen und so weiter und so fort. Und haben so mega lang auf ihren Stutz verdient. Das ist cool. Weil sie eben einen anderen Weg gegangen sind. Völlig, du musst wieder im Weg, als Künstler musst du wieder im Weg finden und irgendwie immer... Aber ich finde es mega schwer, sorry, dass ich unterbrochen habe, ich finde es mega schwer, dass eben Menschen, die so vom Live leben, emotional, wie auch einfach, weil das so, wie das Steckenpferd ist, das ist eben, wie du sagst, das ist dein Geilste, das ist auch bei mir das Geilste. Ich weiss, dass kein Video von mir wird jemals gerecht, gut, wie wenn jemand dort hockt und mich sieht, oder? Völlig. Und dann finde ich es immer schwer, weil ich verstand, in Sachen Promotion neue Wege zu gehen, ja? Eben, du musst nicht eine Zeit verkaufen, sondern du machst es halt irgendwie übers Web oder so, aber man darf irgendwie nie vergessen, dass das Live-Erlebnis auch wirklich das Geilste ist. Völlig. Ja, und auch eben die Emotionen vor allem. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich meine, die Emotionen, die ich live kann, übergeben in einem Konzert, die würde ich nie können auf eine CD bringen. Ja, wie auch. Oder? Das ist wie so, außer du machst eine Live-CD, aber auch dann ist es nicht geil. Weißt du, ist es mir nicht. Es ist wie so, die Magie ist im Moment, oder? Und, aber ich glaube, das hat man gemerkt. Ich glaube, die Leute, da wird sich niemand auf Livestreams festigen, was Konzerte angeht. Ja. Weil man hat es gesehen im Corona, weißt du, hat es angefangen, die ersten zwei Wochen hat man da, die ersten zwei Wochen, wo der Lockdown war, ist es gut gewesen, schnell einen Livestream machen, aber dann haben sie irgendwie ein, zwei so Livestreams-Festival gemacht nachher, weißt du, die Leute können wieder raus. Und dann kannst du dich entscheiden zwischen, jetzt gehe ich ein paar Eis saufen oder ich sitze zu Hause nochmal und ziehe mir ein Livestream-Konzert auf dem Flatscreen aus. So Bullshit, oder? Ja. Yeah. Das ist kein Thema. Also ich glaube, obwohl ich muss sagen, jetzt am Samstag schaue ich mein erstes Livestream-Konzert. Das wundert mich mega. Billie Eilish macht ein Livestream-Konzert. Ah, du schaust, ja, okay. Und das wundert mich mega. Also ich habe jetzt ein Ticket gekauft, am Samstagabend irgendwie. Gibt es einen Livestream von ihr? Und es ist wie so, es ist einfach wirklich das Konzert professionell aufgenommen. Und das wundert mich schon. Weil das ist natürlich, weil ich habe schon kein BTS zum Beispiel, die K-Pop-Band, die haben ja eigentlich, das ist ja eigentlich das weltweit grösste Konzert, was sie gemacht haben. Die, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht wie viel, aber irgendwie Millionen von Leuten haben einen Livestream gemacht, wahrscheinlich professionell auf der Bühne. Die Leute können Tickets kaufen, die haben einfach auf einmal so fucking Cash gemacht. Aber was eben ist, das machst du einmal. Gott will sagen, ja. Weißt du, du machst es einmal und dann ist es weg. Also das kannst du einmal im Jahr machen, auch wenn du so über so grosses bist. Weißt, ich könnte jetzt kein Livestream-Konzert machen, das wäre wie blöd. Aber wenn du ein grosser Künstler bist, der so eine Community hat, auf einmal einfach mal 4 Millionen Leute bespielen, also das ist schon geil. Aber du kannst, wie gesagt, du kannst nachher nicht touren und die Leute, ich glaube, es ist wie etwas, das dazu addet.
Ich glaube auch, man müsste wie etwas ein bisschen anders machen, als das, ja, was du sonst machst. Oder? Wenn du auf 1 zu 1 eben die Konzerte spielst oder die Bühnenprogramme, ja, oder was weiß ich, dann geht, ich glaube, für alle Seiten geht etwas verloren. Ja. Weil eben, es ist nicht so geil wie live. Die Leute haben es schon gesehen, sagen, warum sollte ich es denn überhaupt trotzdem noch live schauen, obwohl es besser wäre, aber sie, ja, sehen keinen Ansporn mehr. Also dann wird es schwierig. Es ist nur geil, wenn du Menschen ermöglichst, etwas zu sehen, wie sie es sonst nicht könnten. Ja. Also, ich meine, Beatles damals war ja mega geil gewesen, wenn die hätten einen Livestream machen können. Stell dir vor. Eben, weil die ganze Welt hätte Beatles gesehen und, ja, hören. Also hätten sie können sagen, da, viel Spaß, weil so viel umreisen, ja, kannst du gar nicht. Aber schlussendlich, was bei vielen Konzerten eben auch ist, weißt, oder wenn ich denke, weißt, du gehst ja einmal, oder ich bin immer auch an Konzerte gegangen, zum ehrlich. Den Menschen Kontakt hat zu gleichgesinnten Leuten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, ich tue für mich selber, ich habe eine Liste von, jetzt bin ich glaube ich bei etwa 25 Pärchen, wo sich irgendwie, also die haben es mir meistens irgendwie gesagt oder geschrieben, oder hey, das und das und das. Und die haben eine Liste von etwa 25 Pärchen, wo ich, das Blöd, wo ich mit meiner Musik zusammengebracht habe. Ja. Und das ist für mich das Größte, Das ist für mich der Grund, wieso ich Musik mache. Mhm. Weil es einfach, weil du weißt, und da kannst du mit nichts Leute, also eben mit Comedy vielleicht auch, aber... Gut, ich bringe nicht viele Perlen zusammen. Nein, aber weißt du, du kannst den Leuten einen Song geben, aber entweder, wo sie sich bei einem Konzert getroffen haben, aber du kannst den Leuten einen Song geben, wo du nachher ein Teil von ihrem Leben bist. Ja. Das flasht mich aber schon hoch und das kann nur die Musik. Oder wenn ich zum Beispiel wieder, wenn ich zurückdenke, eben, vor allem in der Pubertät, ist eine sehr Phase, wo du sehr affin auf so etwas bist. Eben, ich meine, wenn du deine Pubertät mit meinem Alter, eben mit Blink-182 aufgewachsen bist oder Linkin Park, dann flasht dein Leben lang. Mhm. Also weißt du, wenn du fucking 60 bist und du hörst noch Linkin Park, dann machst du BAM und du bist zurück, oder? Ja. Und dasselbe ist, wenn du Billie Eilish, ich meine, die werden das Leben lang, wenn die Kinder oder die jungen Erwachsenen, die dann in dieser Phase waren, die werden die Connection haben. Und da kann nur Musik machen. Und eben, jetzt bin ich wieder abgeschweißt. Und eben, ich habe eine Liste ehrlich, von 25 Bälle, die ich mit meiner Musik zusammengebracht habe. Ob es einmal ein Konzert ist oder mit einem Song. Und die Leute schreiben mir das einmal. Und ich finde das hure. Das ist etwas mega Wichtiges für mich persönlich. Ja. Ja. Kannst du dir Shows von mir schicken und dann schaue ich, dass sie auseinanderkommen. Ich sorge dann für das. Ich bin der Pfarrer und du bist der Scheidungsabe. Du bist der Affäre. Ja, gerade das, was du gesagt hast, dass man eben Gleichgesinnte trifft, ist auch etwas mega Wichtiges und Schönes, wo auch nur live kann passieren kann. Weil auch dort, bei einem Livestream, schreibe ich mit jemandem, mit einem anderen User, wo du nicht siehst, nicht hörst oder so. Ich meine, meine Mutter war so stolz auf mich, als ich mein erstes Live-Konzert schaue. Völlig. Weil sie wirklich Angst hatte, dass alles nur noch elektronisch wird sein. Sie hat das Gefühl, Instrumente werden verschwinden. Ja, ja, ja. Weil damals halt so mega der Uprise gesehen ist von halt eben elektronischer Musik. Ja, und sie hat dann das Gefühl gehabt, weißt du, du wirst nie mehr sehen, wie jemand an einer Gitarre spielt oder an einem Schlagzeug oder so. Nein, und dann ist 2003, glaube ich, und dann bin ich Dick Brave and the Backbeats, der Sascha, was sind das? Kanadische Rockabilly-Sänger. Der Sascha? Ja. Also der deutsche Sascha. Der deutsche Sascha. Hat so da, als wäre er ein kanadischer Rockabilly-Sänger. und ich war extra in Zürich gewesen, und ich bin da dran und in dem Fall bin ich 14 gewesen, 15. Und das war eine Rockabilly-Party gewesen. Das sind alles Dudes mit College-Jacke und Pomade und Frauen in Petticoats und die sind hauptsächlich gegangen, weil irgendjemand mal Rockabilly live gespielt hat. Völlig. Und du hast gesehen, das ist eine hohe Community. Ja, ja ey, eine kleine, du merkst, es hat Leute, eine kleine, es hat aber intensive. Die gleichen Interesse von dir, oder? Und eben, dann hast du dich so wie aufgehoben gefühlt, weil du hast auf einmal gesehen, genau. ich bin nicht der Einzige in meinem Kopf Trottel, wo so Sound geil findet, weil Rockabilly ist jetzt nicht
Eben, ist jetzt nicht das massentauglichste. So, oder? Metal-Konzert. Ja. Das ist alles. Also ich glaube nicht, ich habe keine Angst, dass das Live wird verschwinden. Das habe ich gar keine Angst. Ich glaube, es wird zu gerne aufblühen. Hm. Nach dem Ganzen, definitiv. Aber was ich sehr spannend finde, eben das Thema Livestream. Ich glaube, es ist mehr ein Add-on. Es ist wie ein Zoom-Meeting. Oder? Es ist wie etwas, das dazukommt. Es ist wie... Jetzt macht man wie so einmal im Jahr machst einfach noch einen guten Livestream. Mhm. Und wegen dem kommen nicht wenige Leute... Ich glaube nicht, weißt, wenn ich einen Livestream von einem Künstler gesehen habe, dann denke ich mir nicht, oh, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt muss ich nicht ins Konzert gehen. Mhm. Es ist wie einfach nochmal ein Medium, das du eigentlich konsumieren kannst und wo der Konsument nochmal näher zum Artist kommt, so gesagt. Ja. Wie ja auch eben früher eine CD oder ein genau, Song. Genau. Das glaube ich auch. Was ich schade finde, ist zum Beispiel James Bay, mhm. Hold Back the River und so. Da habe ich gesehen im Interview für BBC, und dann haben sie halt auch so einen Zoom gemacht und dann hat er am Schluss noch ein Lied gesungen. Ja, das ist natürlich. Und das ist einfach so mit der Komprimierung und allem. Ja. So, denkst du, so schade, weil er singt einen von den geilsten Songs selber und es ist so. Ja. Also, es muss dann aber schon richtig, produziert sein. Nein, es müssen wirklich aber die Live-Productions, darum muss ich eben schauen, was Billie Eilish gemacht hat. Ja. Also, ich habe gesehen, was BTS gemacht hat, das ist richtig krass. Also, ja. Das ist natürlich. Da haben sie einfach. Aber die haben da Cash und haben einfach Kohle, haben einfach Kohle genommen und haben einfach mal BAM, oder? Ja. Weißt du, und da bist das ist nicht etwas zwischen einem YouTube-Blog, mhm. weißt du, wo du wirklich den Artist näher hast wieder. Ja. Oder? Und ein Konzert und Kameras, die durchlaufen und so, das ist schon sehr geil gewesen. Wir gehen langsam dem Schluss entgegen, wir haben auch schon Ewigkeiten gemacht. Zum Abschluss noch, was machst du, um dich gut zu fühlen? Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Musik. Mhm. Ist eigentlich so. Ja. Musik, mein tägliches Brot ist Musik. Und manchmal muss ich so gerne, entweder brauche ich Musik, um mich gut zu fühlen, oder ich muss mal aufhören mit Musik, um mich gut zu fühlen. Ich wollte gerade sagen, wenn man es beruflich macht, dann kann es mir zum Teil auch stressen. Ja. Es ist wie so. Aber ja, jeden Tag habe ich eigentlich verschiedene Tage Gitarre in der Hand. Und ich brauche manchmal. Also, bei mir ist so zur Zeit jetzt gerade während Corona, ist wirklich eigentlich der Ausgleich zwischen. Wenn ich ein Konzert habe, dann ist es eigentlich der Ausgleich zwischen Biken, Musik, Ausgang. Also, Biken, Musik, Ausgang. Das ist so ein bisschen der. Meine. Ja, und ab und zu ein bisschen Büro zwischendrin, aber das ist so das, wenn ich mir so meinen Tag eigentlich. Das Bermuda-Dreieck, wo man sich drin kann verlieren. Genau, so. Ja, voll. zum Abschluss, du hast. Was hast du für Konzert? Kaufleute? Kaufleute spielen wir jetzt zweimal, am 12. und am 13. Ja. November ist nächsten Monat, ja. Und noch zweimal in der Müller-Hunziker. So eine geile schön. Location. Ja, kommt gut. Mhm. Wir dürfen alles ins Konzert spielen, auch mit den neuen Regeln. Ich glaube, das sollte verheben. Ja, darum gehen Sie schauen, gehen Sie hören. Ich check Daten, wenn ich kann, komme ich auch. Wie denn? Aber du hast noch nie live gesehen, nein. Du musst kommen. Und ich finde auch, dass gerade weil es jetzt eben so Sitzkonzerte sind und so Sachen, weil das ja sehr wahrscheinlich sich nicht wird über Tour so verheben oder sich heben über die nächsten 5-6 Jahre, finde ich, sollte man leider schon gehen, weil es etwas Einmaliges ist. Einfach, weil man mal etwas anderes erlebt. Völlig. Und ich glaube auch für mich als Künstler, tut man, ich bin sehr ein positiver Mensch, und ich sage jetzt wieder, es spielt mir persönlich, ein Projekt Marius Bär spielt es mir eigentlich sehr in die Hände. Mhm. Sitzkonzert, weil ich habe mir letztes Jahr im Sommer haben wir so hohe Rambazamba-Shows gekannt. Ich habe mich nicht richtig gefühlt. Ich bin nicht so ein Entertainer, so, ja, ich lege die Hände und winke und hin und her und Zeug. Ich hasse das Zeug, ich kann es eigentlich nicht schmecken. Ja, gerne. Also, ich meine, wir sind da wegen meiner Musik, dann sitzen da und hören zu und nehmen die Schnur. Das ist so ein bisschen so meine Einstellung.
für meine Musik. Und ich einfach gerne, weißt du, wie am liebsten eine Stunde lang Ballade machen. Und jetzt ist eigentlich alle die Probleme sind gelöst. Die Leute sitzen da, die haben eine Maske vor der Schnur und müssen zuhören. Geil, sicher. Und es ist nice, jetzt haben wir sich abflüten, Konzert, was müssen wir machen? Das wird wie so ein. Das wird so ein grosses Stubenkonzert. Ich jetzt im Bar hocken, ich kann mit den Leuten schwätzen, ich kann ein bisschen von meinem Leben erzählen. Ich kann einfach so ein bisschen mein Herz ausschütten und erzählen, was man auf den Sack geht, was man nicht auf den Sack geht. Und ich kann es mit meiner Musik unterlegen. Und, und ich glaube, so, es gibt mir die Möglichkeit, zum Nähen zu den Leuten eigentlich zu kommen und mich eigentlich zu introducen. Mhm. Und eigentlich das auszuleben, was ich am liebsten an der Musik liebe, ist wirklich so der Menschenkontakt, oder? Und darum freue ich mich eigentlich sehr auf das Konzert, das wird super. Ganz viel Erfolg und vielen, vielen Dank, bist du da gewesen. Gell? All danke. The best. Tschüss. Bis dann. Bip, 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 bip. We'll be right back.